Huhu, hier wieder beim Koradien zu einer neuen Runde mit Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA, aber nicht mit den blöden DSA-Regeln, sondern mit den Regeln für die Arcana-Regeln, bekannt aus dem Rollenspielsystem Engel, etwas umgemünzt auf das Rollenspielsystem DSA. Und wir sind heute unterwegs im Adventskalender des Nordpols. Wir sind das vierte Adventskalender-Türchen. Schön, dass ihr alle dabei seid und das Türchen mit uns geöffnet habt. Und als Spielerinnen und Spieler heute mit dabei, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wer jetzt wer ist. Ich gucke einfach mal, wer jetzt aufploppt, wenn ich dieses Ding hier drücke. Ah, guck mal, Vater Bran wird gespielt von Rerion. Zum Gruße. Und man scheint ihn auch zu hören. Ja, ich war ein bisschen in Zeitdruck. Und deswegen habe ich, ja, als ihr den Wartebildschirm gesehen habt, erst noch das Overlay basteln müssen. So, Sylja, Sonja und mit Getier. Einen guten Abend. Sehr weihnachtliches Getier. Ja, der Osterhase. Der Osterhase. Ja, weil Sonja spielt ja die Sylja. Das ist eine sehr im aventurischen Metaplot vorkommende Kaninchen- oder Hasenhexe. Hasenhexe, genau. Ja. So, und dann haben wir noch den Basko. Der wird gespielt von Bini. Hallo. Genau. Und der Bini ist, der Basko, was ist der Basko? Der Basko ist ein professioneller Schnapsbrenner, der keine Fehler kennt in seiner Profession. Natürlich, ja. Ja. Vater Bran war übrigens nicht von Profession Vater, sondern Preios-Geweihter. Ja. Also wird sich vielleicht gleich noch klären. So, und dann haben wir den Kakko, der spielt Hagen. Ja, zum Gruße oder so. Hagen geht auch einer Profession nach, nämlich welcher? Hagen ist Jäger. Ganz, ganz simpel, jawohl. Und last but not least haben wir Betterich gespielt von Ozzy. Hallihallo. Ja, und Betterich ist der In-Time-Jüngste und ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob offline auch off-topic. Ich glaube schon, ja. Ja. Das Nesthäkchen. Ja. Und nicht nur der Jüngste, weil das ist ja keine Profession, sondern er ist auf schelmischen Faden unterwegs. Mhm. Ja, hoffentlich geht das gut. Du bist jetzt hier der Test, ob ich Schelme zulasse in meinen Gruppen. Oh je. Benimm dich. Oder versaus für alle anderen. Ja, falls ihr euch fragt, was ist denn DSA Arcana überhaupt? Das ist kein offizielles Rollenspiel-Ding. Ich hab's, ich weiß gar nicht, ob man mich da schon hören konnte. Ich glaube noch nicht. Wir spielen DSA mit den Regeln, die es sonst in dem Rollenspielsystem Engel gibt. Das funktioniert mit Karten. Und ich habe ein Kartendeck erstellt. Also wir nehmen nicht das Kartendeck aus Engel, sondern wir nehmen ein extra Kartendeck, was ich erstellt habe, zusammen mit meinen Community-Leuten in meinem Discord. Und es geht darum, nicht zu würfeln. Also Würfel kommen heute überhaupt nicht vor. Es sei denn, irgendjemand möchte einen Gesichtswürfel würfeln, wenn er einen hat. Aber wir haben dafür diese Karten. Und ich kann ja mal ganz kurz umswitchen auf den zweiten Ansichtsbildschirm. So sieht das dann nachher aus. Und es werden dann gegebenenfalls Karten erscheinen, die sich interpretieren lassen und dann ein bisschen Randomness in Aktionen hineingeben können. Falls euch interessiert, wie das genau funktioniert, das ganze System, kann ich euch auch mal einen Link in den Chat reinschreiben. Und natürlich später auf YouTube versuche ich mir dran zu denken. Man sollte das als Streamer ja nie ankündigen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Dass ich das unten rein mache als Link, damit ihr dann in der Videobeschreibung auch genau wisst, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ein
sehr, sehr kurze Regelzusammenfassung und mehr ist es auch wirklich nicht. Hier. Das ist, glaube ich, nicht mal eine DIN A4-Seite an Regeln. Also genau mein Ding. So, und dann gibt es auch noch eine Seite für die Arcana-Karten-Generierung. Die habe ich aber jetzt gerade nicht parat. Deswegen, ja, muss ich die nachreichen. Müsst ihr dann später auf YouTube nochmal nachgucken und dann steht es unten drunter. So, wir spielen aber in Aventurien. Und zwar in einem speziellen Quali-Version von Aventurien. Wir bewegen uns so weit weg vom Metaplot, das ist interessiert halt hier auch keinen mehr. Wir spielen in der Nähe von Albenhus. Und zwar gibt es da ja mehrere kleine Dörfchen, die sich da in der Umgebung angesiedelt haben. Auch in eurer Gegend. Sylja, Vater Bran, Basco, Betterich und Hagen sind ein bisschen außerhalb ihres kleinen Dörfchens, haben sie so eine kleine Gemeinschaft gebildet, mehrere kleine Hütten etwas abseits. Warum das jetzt so ist, dass sie abseits vom eigentlichen Dorf unterwegs sind, ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass jeder von denen so ein bisschen ein Sonderling ist und Sonderlinge kauern sich dann ein bisschen zusammen. Basco versteht das überhaupt nicht, warum man ein Sonderling sein sollte. Aber gut, können wir vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen. Wir spielen im Winter, es ist tiefster Firun und dementsprechend auch frostig kalt, aber es steht ein Firunsfest bevor, das natürlich gefeiert werden will im nahegelegenen Dörfchen. Und wir hatten dem Dörfchen auch einen Namen gegeben, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wahr? Ich muss das mal kurz gucken. Hasenhain, genau. Hasenhain heißt das Dörfchen. Was ist dann, ab sofort im offiziellen Aventurien-Fluff existiert. Und, ja, dort soll natürlich ein Firunsfest, ein Winterfest stattfinden und vielleicht ist der ein oder andere von euren Charakteren schon etwas aufgeregt, weil ein solches Dörffest natürlich immer etwas Besonderes ist, besonders wahrscheinlich für Basco, der reißenden Absatz an Alkohol vermutet. Wie gesagt, euer kleine Hüttenverbund ist etwas außerhalb des Dörfchens, vielleicht so einige Wegesminuten, vielleicht müsst ihr so 15 Minuten zu Fuß irgendwie laufen, quer durch den Wald, bevor ihr das eigentliche Dorf erreicht. Könnt ihr kurz mal beschreiben, wie so euer Alltag ein bisschen aussieht, so jetzt so im Winter, was macht ihr so? Und warum seid ihr denn hier außerhalb des Dorfes unterwegs und nicht im Dorf? Ich muss ein bisschen beschreiben, wie eure Charaktere drauf sind, damit die Leute ein bisschen reinkommen. Ich nehme mal dran. Wir haben gerade so oft von Basco gesprochen, dann fangen wir mal mit dem an. Logisch, danke. Das ist die Strafe, weil er zu spät gekommen ist übrigens. Nee, ist voll okay. Ich bin damit total okay. Erstmal, Basco ist natürlich kein Sonderling. Das ist natürlich eine Fehleinschätzung von allen anderen. Für mich, der ich Basco bin, ist der Winter natürlich die wichtigste Jahreszeit, denn faszinierenderweise ist es im Sommer meistens trocken und meine Kenntnisse, wenn auch vielseitig, was Schnapsbrennen angeht, sind manchmal dann doch leicht entflammbar. Und so macht gerade mir das kalte Wetter auf jeden Fall, gibt mir da die Sicherheit, dass ich möglicherweise nicht aus Versehen mein Haus selber anzünde. Ich wohne tatsächlich hier, weil ich verstoßen wurde. Völlig zu Unrecht natürlich, absolut zu Unrecht. Ich habe versucht, einen grandiosen neuen Apfelschnaps herzustellen, was ein bisschen daneben gegangen ist. Deswegen zwei Häuser abgebrannt sind und daraufhin, und weil das 5. Mal war, bin ich dann verstoßen worden. Und jetzt habe ich ein Haus in dieser kleinen Gemeinde in Hasenheide, das auffällig abseits von den anderen Häusern steht und einen kleinen Aschekreis um sich herum hat. Und ansonsten, glaube ich, bin ich ein ganz fröhlicher Zeitgenosse.
Ja, und größtenteils mit dem Schnapsbrennen auf jeden Fall im Gange. Ich hoffe tatsächlich auf einen reißenden Absatz, hoffe allerdings, dass ich mich nicht selber abreiße, versuche diesen reißenden Absatz zu bekommen. Bist du denn in Vorproduktion gegangen für das Fest, oder? Vorproduktion ist gar kein Ausdruck. Das heißt, man sieht jetzt irgendwie zwischen den Häusern oder irgendwie, vielleicht hast du so Schuppen, wo du irgendwie so Fässer oder Flaschen gehortet hast, oder wie sieht das aus? Ich bin sehr schlau und habe das alles in den Untergrund mit viel Schaufeln verlegt. Das heißt, es gibt einen Keller, einen von allen anderen wahrscheinlich gefürchteten Keller, in dessen Nähe auch nicht Feuer benutzt werden darf. Ja, genau. Der Keller ist der Zugang außerhalb deiner Hütte, so wie so ein... Nee, natürlich innerhalb, logischerweise. Ach so, okay. Also halt auch genau neben dem Kamin. Ja, das heißt aber auch, dass du diese schweren Schnapsfässer oder Flaschen auch immer die Treppe hochtragen musst, ne? Ich habe kleinere, weil das ist ja natürlich, ich bin ja davon überzeugt, dass ich einen unglaublich grandiosen Schnaps brenne. Mein Schnaps ist mit der beste überhaupt, verkanntes Genie. Und dementsprechend ist die Menge an Schnaps gar nicht, also ich brauche gar nicht so viel Schnaps, sondern ich handreiche kleine Proben, und das bedeutet, mein Kameraausschnitt ist so unglaublich. Meine Fässer sind nur so groß, aber gefüllt mit Qualität. Das und gute Zeug. Manchmal fragwürdigen Zutaten, aber größtenteils mit Qualität. Ja, apropos fragwürdig, außerdem noch in diesem kleinen Hüttenverbund unterwegs. Und meistens näher an diesem Bannkreis des Brandlandes um Baskos Hütte herumschleichend ist Betterich, der ja noch auch in-game etwas jünger ist. Und was macht er denn so den ganzen Tag? Und was hat das alles mit dem Dörfchen zu tun? Also meistens ziehe ich eigentlich durch die Wälder und versuche mich irgendwie vor Vater Bran vor allem zu verstecken, damit ich nicht irgendwelche Aufgaben aufgehalst bekomme. Denn ich lebe seit meinem 10. Lebensjahr bei Vater Bran. Ich bin irgendwo aufgefunden worden plötzlich. Und und zwar in einem Bett. Deswegen kommt auch der Name Betterich. Und ich versuche eigentlich den meisten Tag zu faulenzen oder auf meiner Laute zu klimpern und möglichst nicht gesehen zu werden. Dann erschallt an diesem frostigen Tag, es schneit gerade nicht, aber es hat die Nacht über geschneit, also es ist bestimmt so hoch Schnee irgendwie auf den Wegen. Sitzt du da auch mit der Laute draußen oder? Nee, dann werde ich mich vermutlich dann doch drinnen aufhalten und versuchen, nicht aufzufallen und mich am ganz nah am Feuer zu räkeln. Also in Vater Brans Zuhause wohnst du ja noch. Genau. Ja, also, okay. Dann sind wir gleich auch schon bei Vater Bran, dann können wir den direkt mitmachen. Wie sieht denn da die Hütte aus? Ich habe ja schon angeteasert, du bist Preios-Geweihter. Was macht ein Preios-Geweihter so abseits dieses... Und was macht er mit dem komischen Betterich? Also, zum einen, also Bran, also wie er sich halt nur nennt, Vater Bran. Jeder, der ihn ein bisschen länger kennt, der merkt, dass er auf jeden Fall mal eine hohe Erziehung genossen hat, aber da spricht er nicht drüber. Er trägt auch keinen geweihten Ornat, er trägt nur eine graue Kutte. Für die, die sich damit auskennen, faktisch ein Büßergewand. Und er ist einer der wenigen, zumindest offiziellen, wenn man das so will, gescheiterten Preios-Geweihten, weil er mit der Kirche gebrochen hat. Es ist jetzt schon etwas her. Und er versucht nach bestem Wissen, Gewissen und Moral zu handeln und im kleineren Umfang recht zu sprechen und hat sich Betterich angenommen. Ein bisschen aus nostalgischen Gründen. Andererseits auch, weil
Magie sollte, wenn sie schon vorkommt, dann doch bitte in Bahn gelenkt werden. Und da es hier einfach keinen Magier gibt und bekommt er gelegentlich mal Unterweisungen von dem Kräuterfräulein, aber so ganz hundertprozentig funktioniert das auch nicht wegen seiner Sprunghaftigkeit. Also versucht man das ein bisschen im Rahmen zu halten und Bran selber ist auch schon in die Jahre gekommen, mittlerweile über 60, wettergegerbtes Gesicht, schlohweiße Haare, ein schlohweißer Bart mit einer langen Narbe quer durchs Gesicht. Das Einzige, was in dem Gesicht noch sehr jung wirkt, sind die eisblauen Augen, die aber auch immer etwas einschüchternd wirken, auch wenn er das gar nicht so will. Ja. Okay, wo befindet sich Frater Bran denn gerade und wie sieht das kleine Häuschen aus? Weil Betterich hat ja schon beschrieben, er sitzt am Feuer, also es muss ein Kaminfeuer geben bei euch. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die heilig gehalten werden. Es ist zum einen das Herdfeuer, das war ihm halt wichtig. Es ist ein zweistöckiges Haus. Unten wohnt quasi abgeteilt Betterich. Oben wohnt Bran, wo auch ein kleiner Schrein / Altar steht. Ansonsten ist die Hütte sehr geräumig eingerichtet, aber auch relativ spartanisch. Also es gibt keinen Schnickschnack, kein Zierrat. Es gibt einen Wandteppich. Das ist mit der einzige Schmuck, den Vater Bran in seinem Haus hängen hat, der Gare zeigt. Und ansonsten, seit er dort wohnt, riecht es immer wieder nach Kräutern, die er dann von Sila besorgt, damit es da ein bisschen angenehmen Geruch gibt und ein bisschen angenehmer ist für Betterich. Ja. Setzt ihn unter Drogen, komm, gib's zu. Auch ja, gerne. Das, ja, genau, das ist das Problem. Also so eine recht typische Waldhütte, die er auch selber gebaut hat, was echt lange gedauert hat. Und also es ist schon gemütlich. Bloß das nicht, nur er hält halt überhaupt nichts von Kleinodien oder dergleichen. Okay, ja. Vielleicht sitzt Vater Bran dann mit Betterich irgendwie vor dem Kamin und hört sich eine seiner neuen Lieder an. Der Klang zieht durch das, durch den Spalt der Tür hinaus, quer über die Lehmstraße, die ihr da zwischen euren Hütten habt, hinüber zur Hütte von Sylia, wo es dann noch besser riecht wahrscheinlich, wie im Haus von Vater Bran. Das ist richtig, aber das liegt auch nicht nur daran, dass diese Hütte, so klein sie es auch ist, eine große Wohnküche hat, wo sich die Dorfgemeinschaft oder unsere Kommune regelmäßig zum Essen trifft. Sie ist ausgefüllt, hat einen Kamin, eine Kochnische, einen großen Tisch mit Stühlen und Bänken. An den Decken hängen Kräuterbündel, überall stehen Tiegel rum, auch mit Gewürzen und sowas alles. Und momentan riecht es doch sehr nach kleinen gebackenen Küchlein und Keksen und sowas in der Art, weil es halt schön ist. Ne? Dummerweise ist meine Keksschachtel ständig leer. Ich habe da einen Verdächtigen, ne? Aber naja, ich weiß ja, wie er ist. Das Witzigste war eigentlich, als ich die letzte Rheumasalbe für den Vater Bran gemacht habe und er meinen teuren maraskanischen Pfeffer da eingerührt hat. Dem Vater tat es ein bisschen weh, aber wir haben festgestellt, maraskanischer Pfeffer hilft auch bei Rheuma. Und was macht das der Hase in deiner Küche? Sitzt der irgendwie da und schaut dir beim Kochen und Backen zu oder was macht der? Ja, der hat also meistens gerade jetzt im Winter einen warmen Platz neben dem Kamin. Ja. Und das ist übrigens Malta-Ehl vom Wiesengrund zu Hasenheim.
Er begleitet mich schon seit ich glaube, 8 Jahre alt war. Ja, dann hört Silja die Klänge aus dem vom gegenüberliegenden Haus von Betterich. Im Gegenzug strömt der Geruch von frisch gebackenem natürlich zurück Richtung des Hauses von Vater Bran und auch hinüber zur Hütte von Basco. Und du hast ja erwähnt, dass du öfters für die Gemeinschaft kochst und backst und so. Und da kommt vielleicht auch Hagen ins Spiel, denn irgendjemand muss ja auch die Zutaten dafür besorgen gehen. Irgendwie, wenn irgendwie so ein kräftiger Eintopf mit ordentlich Fleisch drin gemacht werden soll, dann ist es immer gut, einen Jägersmann zu kennen. Denn das ist die vierte Hütte, dummerweise etwas gegenübergelegen von Baskus Hütte. Das heißt, ja, dieser verbrannte Rand, der den Schnee auch irgendwie hat schmelzen lassen und sehr viel Schlamm und Modder hinterlassen hat, zieht sich verdächtig nah und an deine Hütte und es kommt dir so vor, als ob es immer näher kommt, dieses Brandland sich langsam an deine kleine Hütte herankriecht. Was macht denn Hagen so den ganzen Tag? Ja, Hagen geht vermutlich auch seiner Profession eben nach. Ist halt jetzt schon seit vielen, vielen Wintern auch schon Jäger. Also eigentlich Jäger für die Region um Hasenheim. Hat sich allerdings schon recht früh vom eigentlichen Hauptdorf abgekapselt in so einer kleinen Hütte im Wald und hatte auch sehr lange Zeit mit seiner Ehefrau Magdalena gelebt. Allerdings ist halt Hagen nicht gerade jemand, den man als charmant bezeichnen könnte, ist ja ein recht grober Typ und gerade von so Hygiene und Anstand, was so Schmatzgeräusche etc. angeht, dafür steht er recht wenig von. Und das, also für die Außenstehenden, beispielsweise für meine Nichte, Sylia, wird das vermutlich auch offensichtlich gewesen sein, dass die beiden eigentlich nur, also Magdalena und ihn, die beiden Söhne zusammengehalten haben. Und seit beide jetzt nun mal ausgezogen sind, der eine ist nach Albenhus gegangen zur Militärakademie und der andere, kleinere Sion, ist ausgezogen, um Abenteurer zu werden. Also ja, da habe ich jetzt persönlich nichts von gehalten, aber man muss ihn ja auch gehen lassen nun mal. Und ja, es kam so, wie es kommen musste. Magdalena ist zurück nach Albenhus gegangen zu ihrer Schwester und hat dann mich allein in dieser kleinen Hütte im Wald gelassen, wo ich dann eben den Rest meiner Tage eigentlich dachte zu verbringen, aber irgendwie tramm ich momentan so ein bisschen der Gedanke um, nicht doch nochmal auf meine alten Tage nochmal rauszugehen. Aber irgendwie kann ich ja diese kleine Gemeinde ja auch nicht alleine lassen, weil irgendwie hänge ich dann doch an Hasenhain. Ja, zunächst einmal ist ja das Winterfest das, was das alles irgendwie überlagert zurzeit. Und Hagen ist auch wahrscheinlich jetzt gerade, während da die Töne durch das Dorf durchgehen, der scharfe Geruch von Baskus neuesten Experimenten sich ein bisschen mit dem Kuchen von Sylia zusammenmischt in zu einem merkwürdigen, beißenden Geruch in der Mitte des Dorfs. Hüttenansammlung nenne ich es jetzt mal. Ist Hagen vielleicht gerade wirklich unterwegs in den Wäldchen um eure Hütten herum, um etwas zu besorgen, was man dann für den großen Festtag dann auch gut und groß zubereiten kann? Es ist ja nun mal auch Winter, und zwar auch tiefster Winter. Und da ist es mit dem Jagen gar nicht so einfach, oder? Nee, überhaupt nicht. Also die Winter waren eigentlich schon immer schwer. Dieses Jahr, vielleicht ist es auch in meinem Alter, ist das alles irgendwie noch mal etwas schwieriger geworden. Die Pirschjagden, die ich normalerweise irgendwie, also gerade im Frühling, Sommer, eigentlich ganz gut bewältigen kann, die ziehen sich und sind sehr zermürbend irgendwie. Und gerade der Wind, also früher ging das alles einfacher, so. Ich meine, gut, mit Ende 40, glaube ich, ist das auch verständlich. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich sehr lange dauern, bis ich irgendwie mal Fußspuren finde. Weiß nicht, von Rotwild oder von einem Wildschwein oder sowas. Ja, das heißt, du hast eine ganze, ganze Zeit länger gebraucht vielleicht, als du das eigentlich vorgenommen hattest. Vielleicht wolltest du mit Vater Bran noch eine Runde rote und weiße Kamele spielen am Abend oder so. Und hast du irgendwie jetzt aber mehr als den Termin quasi verpasst und weißt ganz genau, dass Vater Bran da wahrscheinlich drauf achtet, ob du pünktlich kommst oder nicht.
Hast aber dann doch irgendwie ein Wildschwein irgendwie erlegen können oder so ein ähnliches Tier und trägst es halt stolz wie Bolle über der Schulter nach Hause. Und als dir etwas Merkwürdiges über den, du nimmst einen anderen Weg, als du gekommen bist, irgendwie versuchst eine Abkürzung zu machen, wo du sonst nicht so oft langläufst und stößt auf eine Merkwürdigkeit. Nämlich kommst auf eine kleine Lichtung, die sonst eigentlich hier nicht sonderlich ist oder so, aber die vielleicht war das der Herbststurm, der hier ein paar Bäume umgeweht hat. Zumindest liegen sie so irgendwie in alle möglichen Richtungen versetzt, irgendwie so, als ob irgendwie ein Meteor oder sowas eingeschlagen hätte und alles zur Seite geknickt ist. Das hat halt diese Lichtung gerade gebildet und die in der Mitte dieser Lichtung siehst du mehrere Tiere. Also einen kleinen Hirsch und einen Hasen und alles und so Waldgetier, mehrere unterschiedliche Arten. Aber die lümmeln da nicht irgendwie rum oder so oder machen da irgendwas, sondern die sind quasi erfroren. Und das sieht man daran, dass sie eine starke Schicht von Eis über dem Fell tragen und irgendwie so im Fell halt schon diese Eiszapfen gebildet haben. Und so kalt ist es aber eigentlich gar nicht. Also klar, es liegt Schnee und es ist kalt, aber so kalt ist es hier nun auch nicht. Ja, ich trete gerade auf diese Lichtung, schultere gerade immer noch auf meiner Saufeder dieses Wildschwein, was ich da erlegen konnte, würde das dann erstmal irgendwo abstellen. Und dann mich langsam mal diesen Tieren nähern. Ich würde dann noch mal so links und rechts irgendwie in den Wald schauen, ob ich was erkennen kann oder riechen. Ja, was auch merkwürdig ist, was dir jetzt erst eigentlich richtig auffällt, ist die Tierlaute irgendwie jetzt gehört zu haben scheinen, als du die Lichtung betreten hast. Es ist völlig, völlig ruhig, nur noch, man hört nur noch diesen kalten Wind, der zwischen den Bäumen lang fegt. Und du siehst halt die toten oder eingefrorenen Tiere. Ich erinnere mich daran, dass ich vor ein wenig Moment noch diesen Auerhahn gehört habe, irgendwo. Ich würde dann auch nochmal in den Schnee vor mir schauen, ob da irgendwelche Spuren hingehen, aber gleichzeitig mich diesen erfrorenen Tieren nähern. Findest du tatsächlich ein paar Tierspuren, die halt zu dieser Lichtung hinführen, die wahrscheinlich auch zu den Tieren gehören, die da jetzt sind? Sonstig aber keine Spuren zu sehen, außer jetzt deine eigenen im Schnee. Und ich würde dann nochmal auf die Tiere wirklich zugehen und mir die mal näher anschauen wollen. Mhm. Die Tiere sind, wie ich eben beschrieben habe, erfroren. Irgendwie so richtig. Eine dünne kleine Eisschicht zieht sich über das Fell von den Tieren und über das Gefieder. Okay, also auch, ja, ich würde dann mal schauen, stehen die in irgendeiner bestimmten, stehen die irgendwie in einem Halbkreis oder ja, irgendwo oder so? Es ist so eine Tendenz zu erkennen, dass sie so ins Zentrum dieser Lichtung irgendwie streben, aber sie bilden keine Form oder sowas, sondern sie sind eigentlich relativ verteilt. Aber okay. Eine Tendenz eher so in die Mitte. In der Mitte sind mehr als außen. Okay, und ist dann in dieser tendenziellen Mitte irgendwas zu erkennen, oder? Nö. Ja, ich schaue mir die ja nochmal genauer an, würde dann auch mal, gerade wenn da so ein kleiner Rehbock ist, würde ich den mal mir angucken, wie, in welche Richtung der geschaut hat vorher. Also, ja, ob der irgendwie offensichtlich auf dieses Zentrum gerichtet hat. Dann, merkwürdig. Dem Rehbock, der hat große, geweitete Augen und dem hängt so ein bisschen, also der hat den Kiefer geöffnet und hängt so die Zunge zu der einen Seite raus. Der Vater. Ach. Verdammt. Ja, dann würde ich die erstmal da lassen. Würde mir wieder mein Speer nehmen.
und dann mich dann eher beeilen, ins Dorf zu kommen. Was mir merklich schwerfällt, gerade meine Knie machen mir echt Probleme zu der Jahreszeit. Dieses nass-kalte Wetter mit dem Wind und so weiter und dann immer durch den Schnee zu stopfen. Ich meine, immerhin kennt er ja mit und Wege, das einigermaßen angenehm zu machen. Immer nur eine Spur quasi, also eine Reihe an Spuren zu benutzen. Aber ich würde mich dann mal eilen, zu Vater Bran zu kommen. Du hörst schon von weitem das Lautenspiel von Wetterich. Als du dann näher zwischen die Hütten trittst, halt dieses merkwürdige Sammelsurium von Gerüchen. Einerseits dieses Chemikalien getränkte aus Baskos Hütte, aber dann auch wieder diese süßlichen Düfte, die aus Sidias Hütte kommen. Was sich zu einem ganz merkwürdigen Ding irgendwie mischt. Ja. Man hört dann noch so das Bäh. Was stinkt hier so ekelhaft? Wetterich, warst du das? Bist du dafür verantwortlich? Wetterich hört dann in. Wetterich und Vater Bran hören dann, also die anderen wahrscheinlich auch, irgendwie draußen wie Hagen schimpfend irgendwie da draußen im Schnee steht. Ich denke, Wetterich hat dann die Tür so einen Spalt weit geöffnet. Schaut ihn so ein bisschen von oben bis unten an. Ich würde dir einfach mal vorschlagen, dass du mal wieder in den Badezuber steigst und knallt die Tür wieder zu. Wetterich. Was denn? Er hat angefangen. Die Gebote Travias. Er hat angefangen. Gebote Travias. Setz dich einfach schweigend wieder vors Feuer. Ja, lass den alten Mann aufstehen. Fauler Hund. Vater, komm schnell. Also. Auch noch schnell. Ja. Der Bran drückt sich dann hoch, nimmt sich dann den Stock, so als ein bisschen zur Unterstützung, weil er hat dasselbe Problem wie der gute Hagen im Winter, nur noch ein bisschen schlimmer. Den kriegt er nämlich ein steifes Knie. Macht dann die Tür auf. Boah, ist das kalt. Ja, nicht merklich anders als gestern. Ihr könnt ihr kurz etwas Zeit entbehren? Ich schätze ja. Lugan dann auch mal zu Wetterich rüber. Ich muss euch was zeigen. Nehmt euch einen Mantel mit oder einen Pelz. Wetterich. Was? Denk an deine Hausaufgaben. Was für Hausaufgaben? Die auf deinem Tisch liegen. Die hat der Hund gefressen. Wir haben keinen Hund. Die Hausaufgaben. Dann war es der Hase, keine Ahnung. Ich habe keine Hausaufgaben. Das macht nichts. Ich habe sie in sechsfacher Ausführung. Scheiße. Ja, ist ja gut. Ich mach die außerdem morgen. Wirst du heute dann zusätzlich eine Abhandlung über die Gebote Travias verfassen. Ach, komm schon. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Und er muss gar nichts machen, oder was? Er ist damit genug gestraft, draußen herumzulaufen bei dieser Kälte. Ich setze mich ein bisschen weiter ans Feuer und ist einfach nur noch genervt. Dann zum Haken nimmt sich einen schweren Mantel hinter sich so über die Robe zieht. Oh. Gut. In dem Moment, wo sich Hagen umdreht, steht Sylja da mit einem Tablett, wo frische Kekse drauf sind. Ja. Oh. Onkel, du solltest wirklich mal... Oh. Schrei doch nicht so rum. Kekse? Na. Schlimmer als jedes Wildschwein. Oh, Kekse. Die wären jetzt beinahe auf meinem Leichnam gelandet. Ihr seid ein alter Tattergreis, aber doch nicht so tatterig. Was bin ich genau? Manchmal ein alter, zeterner Tattergreis.
Also, Betterich ist jetzt dann doch vor die Tür gekommen. Er hat Kekse gehört. Ja, und vielleicht lugt auch auf der anderen Seite Basco so durchs Fenster irgendwie Kekse. Aber ihr merkt auf jeden Fall, dass es aus seinem Haus ein wenig, das Blubbern, das anfangs sehr leise noch untergegangen ist, Rauschen ist, es wird lauter. Aber nur unmerklich. Bockschwere Not, wolltest du sagen. Ja. Sollte da nicht vielleicht mal jemand nachgucken? Hört ihr das? Vielleicht seht ihr beide nach. Während ich mit Hagen... Ich muss doch Hausaufgaben machen, hast du gesagt. Der Tag ist ziemlich lang. Was ist denn überhaupt los? Wieso die ganze Aufregung? Das wäre jetzt zu beschreiben, ohne dass ihr mich für verrückt hält. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht, drüben in der Lichtung. Ja, östliche Richtung, irgendwo da hinten. Dort sind Tiere irgendwie merkwürdig eingefroren und da war ich... Ich meine mich nicht an diese Lichtung zu erinnern, die ich jetzt gefunden habe. Deswegen dachte ich mir, der Vater sollte sich das mal angucken. Sollte da nicht allein hingehen. Hier, Bitterich, halt mal den Teller. Oh, klar. Hat ein riesiges Grinsen im Gesicht. Und in der Sekunde hört ihr einen leisen, dumpfen Knall. Mir fällt das Tablett runter. Grob unter euch zu sein scheint. Und dann hört ihr ein und ein lautes Rumpeln. Und dann fliegt die Tür auf und ein kleiner, untersetzter Mann mit Halbglatze und mittlerweile so ein bisschen angegrauten Haaren an der Seite, einer sehr großen Knollennase und buschigen Augenbrauen kommt raus mit drei hölzernen Töpfen, in denen Flüssigkeit sich, dampfende Flüssigkeit befindet. Ich hab's geschafft! Ich glaube, ich hab's wirklich geschafft! Was denn? Dass mir die Kekse runterfallen, oder was? Er hat gerade noch gefehlt. Was für... Ja, ich fehle immer die ganze Zeit. Und ja, gut, dass du da bist. Hier. Zum Hagen! Hagen, ja. Nimm das ja mal ganz kurz. Nimm's entgegen. Und trink mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Ich muss das ganz kurz weglegen. Trink. Basco, werde ich das überleben? Ja. Ja, doch, nee, das denke ich schon. Ja, ich nehme auf jeden Fall einen Schluck. Wonach riecht das denn? So. Es sollte nach Apfel und Birnen und nach was anderem riechen. Worüber wir jetzt noch nicht reden, aber erstmal trinken. Ich glaube, das andere dominiert. Dann. Das. Wo ist da der Apfel? Ja, jetzt musst du leise, schnell hecheln. Und jetzt sollte es warm werden, oder? Wird's warm? Tatsächlich, das ist so eine recht angenehme Wärme. Wenn ich es jetzt noch schaffe, dass es während der Herstellung nicht explodieren kann. Da war auch der Apfel. Nein, nützt ja nichts, ne? Die Klugen vergiften sich scheinbar immer gerne selbst. Darf ich auch was? Nein. Nein. Du bist noch etwas jung, nicht wahr? Immer dasselbe. So, was ist denn eigentlich los? Warum steht ihr alle vor meiner Haustür rum? Weil so ein schönes Wetter ist. Wo ihr gerade alle hier seid, dann können wir auch nicht zusammen hingehen. Ich habe etwas Interessantes im Wald gefunden. Schön. Bäume? Nein. Das Schön war auch nicht wirklich so gemeint. Es sind eisgefrorene, also komplett gefrorene Tiere. Und die Umgebung ist auch recht interessant. Würde ich mal so sagen. Also,
wirklich wie so eine Eis, ich habe sowas noch nie gesehen, aber davon gehört, so Eisskulpturen. So. Das klingt merkwürdig. Das ist richtig, deswegen wollte ich, dass ich Vater Bran sich erstmal anguckt, aber jetzt sind ja eh alle hier. Dann können wir uns das auch alle angucken und dann drehe ich mich kurz um, pfeife und aus meiner Hütte durch den Schnee hopsend, kommt Maltael angehopst direkt auf mich zu. Ja, du kommst mit, ne? Ja. So, wir können. Alle, die mich gerade, die Basco gerade angeschaut haben, haben bemerkt, wie er den letzten verbleibenden Krug ganz kurz in die Richtung des Hasen gehalten hat, kurz abgewegt hat und dann das doch lieber sein lassen. Und in all den Jahren, wo wir hier schon leben, hat der Hase mit Vater Bran nie Freundschaft geschlossen. Er fühlt sich in seiner Nähe nicht sonderlich wohl. Ja, das erklärt wahrscheinlich auch die angebissenen Schuhe oder sonstige Sachen, die wofür Betterich wahrscheinlich öfter Ärger gekriegt hat und er wirklich die Wahrheit sagt, wenn er sagt, da war es nicht. Ach doch, das ist der Hase. Er wird auch regelmäßig gebissen. Dann hole ich ganz kurz noch meine Sachen. Ne? Ich sehe, ihr seid ja schon alle komplett angezogen. Ich helfe dir. Ich komme mit. Ich helfe dir. Du bleibst draußen. Weiter weg. Weiter weg. Na, noch wenigstens 3 Schritte. 3 richtige Schritte. Vater Bran. Vater? Du weißt doch, was mit dem roten Pulver passiert ist, von dem wir nicht wissen, dass er es haben dürfte. Okay, ich gehe zurück. Er nicht haben dürfte, so rum. Und dass ich nicht gesehen habe. Geht 2 Schritte zurück und versucht die Kekse irgendwie aus dem Schnee aufzuklauben. Um wenigstens etwas Positives an dem bisherigen Tag zu bekommen. Dann wartet mal kurz. Ja. Also Bran geht da nochmal rein und nimmt dann so, macht den Schrank auf, der unten steht, seufzt kurz und hängt sich dann den schweren Streitkolben um, der an der Spitze die Form einer Sonne hat. Gut. Ja, Betterich würde trotzdem auch nochmal schnell in die Hütte verschwinden. Zu seiner Truhe hasten, seine Winterjacke auspacken und auch ein kleines Messer mitnehmen, was er öfter mal dabei hat. Einfach Sicherheit geht vor und so. Vater, erwartet ihr kämpfenden Widerstand von diesen gefrorenen Tieren? Nein, aber. Also zur Not können wir die Tiere doch vielleicht ausnehmen. Ich meine, das Fest steht doch kurz bevor. Ich glaube, der hier reicht schon. Nenn es ein Instinkt. Gut. Streit sich mal so Gedanken verloren über die lange Narbe in seinem Gesicht. Nun gut. Dann folgt mir mal. Dann stapfe ich halt quasi los. Ich hätte dann irgendwie in der Zwischenzeit so mit den Füßen irgendwie so einen Berg Schnee aufgetürmt, dann hätte ich diesen Eber da quasi erstmal drapiert. Ja. Ja, ihr lauft ein paar Minuten und erreicht dann halt diese Lichtung wirklich an einem Fleckchen, wo ihr sonst eigentlich nie hingehen würdet. Irgendwie Hagen ist da ja auch nur drüber gestolpert, weil er eine Abkürzung nehmen wollte. Ja. Wie gesagt, die Bäume so nach außen geknickt. Zwischen den einzelnen umgeknickten Bäumen die eingefrorenen Tiere. Also, wie sind die angeordnet? Sind die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise angeordnet? Oder die streben halt alle irgendwie zum Zentrum hin, aber sind jetzt nicht irgendwie in einer bestimmten symmetrischen Form oder so, irgendwie, weil mehr Tiere in der Nähe des Zentrums als außen. Und die Bäume sind halt einfach so, wie sie gestanden haben, aber halt alle nach außen vom Zentrum weggeknickt. Und ist im Zentrum irgendwas zu sehen? Eine Schneedecke. Okay.
Ich denke, Hagen ist da schon ein paar Mal drum rumgelatscht. Das heißt, da ist auch, sind halt auch die großen Trittspuren von Hagen irgendwie in der Mitte zu erkennen. Fast wie ein extrem kalter Windhauch. Ja. Da stand ein Hirsch, richtig? Ja. Ich würde mal gerne mal die Karten benutzen. Mhm, Moment. Seite. So, jetzt? Mhm. Niedertracht und Hinterhalt. Also das nochmal für die Leute zu erklären. Metterich hat jetzt eine Karte gezogen und kann jetzt diese Karte interpretieren. Es gibt von jeder Gottheit, also von den 12 Göttern und noch Svafnir, Avis, Mada und Nandus gibt es eine Karte. Sowohl in aufrechter Form als auch in umgedrehter Form. In umgedrehter Form ist es so ein bisschen so das Gegenteil für das, was die Götter stehen. In diesem Fall halt die umgedrehte Rondra, die halt für Niedertracht und Hinterhalt steht. Die kleinen Begriffe da sind auch noch dazu da, dass sie Ossi eine Möglichkeit geben, die zu interpretieren, weil es ja mit der umgedrehten Rondra und den großgeschriebenen Begriffen schon nicht auf eine gute Möglichkeit kommt für das, was er da beschreiben will, kann er die kleinen Begriffe auch noch benutzen. Ja, also Metterich würde um diesen Hirsch herumgehen, was ja eigentlich schon hierzulande sowas wie der König oder der Tieren ist. Und klopft so ein bisschen gegen den Kopf von einem Tier. Das gefällt mir hier nicht. Aber überhaupt nicht. Das Ding ist steinhart. Das sollte nicht so sein, oder? Hast du Handschuhe an oder hast du mit bloßen Händen dran geklopft? Ich habe keine Handschuhe mitgenommen, nein. Dann hast du definitiv beim Dranklopfen gemerkt, wie das deutlich kälter ist, als die Umgebung ist. Das ist... Also du hast ja nur geklopft, das heißt irgendwie, du warst ja nicht lange dran gefasst, aber so eine kleine Kälte ist halt in die Knöchel gezogen. Das fühlt sich an, als wäre ich in Eiswasser mit der Hand eingetaucht. Ja. Ich gehe zurück. Nimm zwei Schritte zurück und guckt einfach nur verwirrt auf seine Handknöchel. Sieht man den Handschuh aus? Um das mal so ein bisschen nachzufühlen im Vergleich zu der Temperatur generell. Es ist ja halt so oder so sehr kalt. Ja, Vater Bran fühlt sich auf dieser Lichtung deutlich unwohl. Nicht nur, weil es ein merkwürdiges Bild ist, sondern das Kribbeln im Nacken irgendwie ist, was du ganz lange schon nicht mehr gespürt hast. Du bist ja auch irgendwie weit ab von allem. Das erste Mal irgendwie, wenn Sylja so in gewissen Tagen des Jahres unterwegs ist, des Nachts, und du genau weißt, was sie da macht, dann kommt auch manchmal dieses Kribbeln, aber nicht so stark wie jetzt. Er berührt das dann ganz kurz, schließt kurz die Augen, dann fängt Bran an zu schwanken. Einen Moment, muss ich wirklich auf seinen Stock stützen. Nein, 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 nein. Was ist los? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber spüre etwas hier. Finsternis. Ich gehe doch noch einmal zwei sehr große Schritte zurück. Man merkt richtig, dass sein Gesicht, das ja sonst immer recht verschwitzt reingluckt, inzwischen ziemlich ihm ein bisschen entfällt und er sehr, sehr, sehr bleich wird. So hat der Vater Bran, glaube ich, noch nie gesehen. Das muss eine Prüfung sein. So lange hatte ich Ruhe und jetzt das.
Er schaut dann auch nach oben, da wo die Sonne halt steht, beziehungsweise stehen sollte. Ja, es ist schon relativ spät am Tag, die Sonne ist schon im Begriff unterzugehen. Aber da wir einen wolkenlosen Himmel haben, kannst du zwischen den im Winter keinen Laub tragenden Bäumen die Sonne noch deutlich sehen, ja. Ja, ich gehe inzwischen auch so auf die Lichtung und gucke Vater Bart so ein bisschen entgeistert an, dass er so reagiert. Und dann ja, nehme ich den Hasen, der auf meiner Schulter saß, und setze ihn so ein bisschen in den Schnee und ziehe auch meine Handschuhe aus, schiebe den Schnee beiseite und fasse quasi auf den blanken Boden, der wahrscheinlich gefroren ist, und dann auch Nee, der Boden ist nicht gefroren, der ist einfach nur eine Schneedecke. Okay, der Boden ist halt in den Boden, und dann versuche ich auch so ein bisschen die Gaben, die mir geschenkt worden sind, zu erfüllen, ob ich hier irgendwas spüre, irgendwas wahrnehme. Und zur Not frage ich Malta, ob er irgendwas spürt. Ja, auch für Silja, du merkst die Präsenz von irgendwas. So, und je näher du dir die Tiere anschaust, vielleicht die anderen stehen da so um den Hirsch herum, vielleicht schaust du dir die kleineren Tiere auch an. Und du kennst dich ja mit Tieren viel besser aus, irgendwie als vielleicht alle anderen hier. Auf einer ganz anderen Ebene, als dass die, zum Beispiel Hagen ist, für Hagen ist ein Tier halt irgendwie was er jagt. Mhm. Für dich sind Tiere ja eher Freunde und Bekannte. Du hast das Gefühl, dass die Tiere irgendwie so einen Schock hatten. Und irgendwie, ja, wenn man sowas in einem Tiergesicht ablesen kann, so eine Angst sich darin widerspiegelt. Also habe ich auch das Gefühl, dass das, was hier passiert ist, böse ist? Das ist ein Gefühl von böse, zumindest sehr, sehr ungewöhnlich und unnormal. Vor allen Dingen, weil die Tiere halt gefroren sind und so kalt ist es halt nicht. Ja, und dann nehme ich den Hasen wieder hoch, halte ihn so und gehe zu den anderen. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich, was hier passiert ist. Ja, das dachte ich mir auch schon bereits. Also Bran schaut da nochmal nach oben zur Sonne, seufzt tief, öffnet dann die Hand so, dass die Sonne quasi im Bild auf seiner Handfläche wäre. Also schön, wenn das eine Prüfung ist oder sein soll, dann offenbare dich. Licht des Herrn, zeige mir Verborgenes, zeige mir den Weg, zeige mir die Prüfung. Einer der letzten Lichtstrahlen, als die Sonne hinter dem Walddach irgendwie zu verschwinden droht. Du wolltest eine Karte ziehen? Sehe ich das gerade richtig? Oder hast du eine Karte gezogen? Ja. Ein letzter Lichtstrahl, der irgendwie von der untergehenden Sonne halt irgendwie jetzt noch irgendwie auf die Lichtung dringt und sich in deiner Handfläche quasi zu vermehren scheint, irgendwie sieht für die anderen einen kurzen Augenblick so weit aus, als ob Vater Brans Hand quasi den Sonnenstrahl aufgefangen und festgehalten hat. Das heißt, das Licht irgendwie ist jetzt länger irgendwie noch auf dieser Lichtung präsent, während die Sonne ihr schon untergehen seht. Und jetzt kannst du mit der Karte noch was machen, wenn du möchtest. Ich guck mal gerade. Er öffnet dann die Hand wieder und das Licht breitet sich dann auch für einen Moment über den eingefrorenen Tieren aus. Hier ist starke Magie am Werk.
sie gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht, aber Magie sollte so etwas Tiere nicht antun. Ja, dieser kleine Schimmer von Sonnenlicht zieht sich so wie so ein bisschen so ein elektrisches Gekrissel über diese Eisfläche auf den Tieren und dringt in den Boden ein. Und das ist der Augenblick, in dem die Sonne halt hinter den Bäumen ganz verschwindet. Und dass quasi dieses schillernde, auf dem Eis sich brechende Licht das letzte kleine Licht ist, was ihr habt, außer ihr würdet ein anderes Lichtquelle anmachen. Und zur gleichen Zeit hört man ein hohes, fiepsendes Schreien irgendwie aus den Tiefen des Waldes. Irgendwie so einen richtig hohen, schrillen, schreienden Sound. Hagen? Was war das? Nichts, was mir irgendwie bekannt wäre. Etwas, das das Licht Praios nicht mag, wie mir scheint. Ich würde ja fast vorschlagen, dass wir uns vielleicht langsam wieder zurückbewegen. Ich meine, wir haben alles gesehen und... Ich halte das für eine gute Idee. Oder? Können wir nicht zurück? Das ist mir alles hier nicht teuer. Ich meine, gut, hier stehen Tiere. Aber wenn hier noch irgendwas anderes ist... Da habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf, das zu treffen. Und wenn es zu unserer Hütte kommt heute in der Nacht? Es soll nur in meine Hütte kommen, dann sind wir alle tot. Dann verlässt es aber meine Hütte durchs Dach gleich sofort wieder. Also, Und wir sind alle tot. Was kommt noch dazu? Also, Betterich schaue ich gerade Vater Bran leicht panisch, mit einem panischen Unterton und mit einem zitternden Gesicht an. Du meinst, das Ding da hat wahrscheinlich Angst vor Licht. Können wir da nicht Fackeln draußen aufstellen, eventuell? Würde das vielleicht abhalten? Bran dreht sich dann zu Betterich um und er kriegt einen sehr warmen Gesichtsausdruck, was er noch durch so den Nachklang von dem goldenen Licht noch so ein bisschen unterstrichen wird. Legt so beide Hände auf die Schultern. Betterich, ich halte das für einen guten Vorschlag. Schelte dich nicht für Furcht im Angesicht von Dingen, die du nicht verstehen kannst. Das ist normal. Wir sollten trotzdem wahrscheinlich uns morgen nach draußen begeben, oder? Und nach dem Rechten schauen. Und die Nacht wachsam sein. Ja, zweifelsohne. Wir können ja nicht Hagen komplett alleine rausschicken. Das will ich auch nicht hoffen. Auf keinen Fall, Onkel. Aber je nachdem, was das ist, sollten wir uns wirklich beeilen. Vermutlich ist es schneller als wir im Schnee. Dann los. Ja, dann geht vor, ich bilde die Nachhut. Ja, ich gehe natürlich vor, weil ich weiß, in welche es ist ziemlich... Ihr müsst doch nur den Spuren folgen, Basco. Ja, den Spuren. Ich gehe vor. Danke. So, dann lassen wir das mal schnell hinter uns. Meine Güte. Ist denn eigentlich, wenn wir jetzt also aus diesem Kreis rausgehen, drumherum quasi so die erste Baumreihe, ist da schon irgendwas Merkwürdiges zu spüren? Haben die Bäume irgendwas abbekommen? Die Bäume haben nichts abbekommen. Auch auf der Erde ist halt nichts großartig. Irgendwie, da liegt ganz normal Schnee. Also es ist kein gefrorener Boden oder irgendwie gefrorene Rinde oder sowas. Also nichts, was irgendwie der Jahreszeit entsprechend nicht ungewöhnlich wäre, außer nur die Tiere sind das außergewöhnlich. Wir haben auch ansonsten nicht so ein... Der Kreis wird wirklich nur durch die umgestürzten Bäume geformt. Genau, ja. Ist auch kein richtiger Kreis, ist halt so eine Lichtung halt, ne? Ja, okay, stimmt. Also könnte ich denn ungefähr einschätzen, in was für einer Entfernung dieser Schrei, also ne, wie weit war dieses Geräusch weg? Das könnte kam ich mir irgendwo aus den Tiefen des Waldes schwer einzuschätzen, Alter, auch weil dir kein Tier bekannt ist, was so ruft. Okay, na gut. Ja, dann wird Hagen auch seinen Schritt ein bisschen anziehen wollen, seine Geschwindigkeit. Und nach den ersten 5 Minuten merkt er selber, dass das ihm echt schwerfällt. Aber so, dann lass uns jetzt auch wirklich beeilen. Schnell zu den Hütten. Ja, vielleicht hat Hagen auch eine Laterne mit oder so, irgendwie, um ein bisschen Licht zu machen für den Weg.
Hagen tatsächlich nicht. Der kann relativ gut am Dunkeln sehen. Aber Hagen, könntest du nicht ganz so schnell? Andere Leute sind ein bisschen kleiner gebaut als du und die Schneewehen sind. Wer läuft als letztes? Das würde dann wohl ich machen und mich dabei trotzdem panisch immer wieder umgucken. Ja, diese Panik, die du gerade beschreibst, ist in der Tat irgendwie tief in Betterich verwurzelt gerade. Vielleicht ist ihm das total unangenehm, dass er ganz als letztes läuft. Sucht vielleicht Fall. Die Nähe zu Vater Bran auch oder zu den anderen. Ja. Schaust dich immer wieder um und hast dann irgendwie auch das Gefühl, als ob du irgendein bläulich-weißliches Schimmern zwischen den Bäumen wahrnehmen kannst hinter dir. Aber jedes Mal, wenn du genauer hinschaust, ist es wieder verschwunden. Und dann irgendwann zwingst du dich selber nur noch nach vorne gucken und irgendwie dich näher an Vater Bran ranzukuscheln oder so. Und dann hast du trotzdem noch irgendwie das Gefühl, irgendjemand würde direkt hinter dir laufen und dir ins Genick atmen. Ja, also wie du schon sagst, ich laufe dann ziemlich mit starrem Blick auf Vater Brans Rücken nach vorne und versuche mich irgendwie abzulenken, aber murmelt dabei die ganze Zeit, irgendwas ist hier, das ist nicht gut, das ist nicht normal. Und bin ganz anders, als mich die Leute wahrscheinlich kennen, nichts da mehr mit Fröhlichkeit oder mit vielleicht auch die leichte Arroganz, die manchmal bei mir durchkommt, sondern eher ziemliche Panik, ziemlich verschreckt und plötzlich auch ziemlich, ich schaue so ungefähr so 5 Zentimeter gekürzt aus als sonst. Basko, ihr mögt kleinere Beine haben, dafür seid ihr 20 Jahre jünger. Vermutlich. Stellt euch mal jetzt nicht so an. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade, ich habe sehr viel Angst und nehme das als sehr großes Kompliment. Ja, also wenn Basko schon beschreibt, dass er richtig Angst bekommen hat, irgendwie geht es ihm halt genauso. Es ist irgendwie in dem ersten Augenblick diese Angst, die du als natürlich in dir selber wahrnimmst, irgendwann steigert die sich. Oder auch, du siehst auch nichts oder hast nicht irgendwie das Gefühl, aber irgendwie ist irgendwas potenziert in dir Angst und hast dir eine Karte gezogen. Nehmen wir gerne mit auf. Nehme ich mal selber. Jetzt, ja. Hagen, irgendwie können wir vielleicht irgendwie gerade was an, weil das ist die Dunkelheit und oh Gott. Und außerdem, ich, hinter uns ist irgendwas her. Ich kann es spüren. Es ist da und ich spüre das auch. Ja, gut. Wetterich und, Wetterich und Basko, richtig Panik. Obwohl nichts ist. Da ist nichts. Ich bin auch stehen geblieben, tatsächlich gerade. Ja. Ich bin sehr abrupt einfach stehen geblieben. Wetterich schaut die ganze Zeit nur hin und her. Ist ein Leuchten im Wald. Seht ihr das nicht? Moment mal, hast du das jetzt auch gesehen? Ja, es ist irgendwo da hinten. Basko! Basko! Ich stoße meinen Speer in den Schnee und dann knie ich mich so hin. Mach den Rucksack auf. Links ist eine Fackel. Beruhigt euch. Wo? Links. Dein links neben meinem Netz. Oh, da ist es, ja. Da ist die Fackel. Hier, bitteschön. Hektisch. Oh, ich muss noch ganz kurz den... Hektisch und voller Panik kommen wir nicht weiter. Beruhigt euch. Ja, Beruhigt euch. Besinnt euch auf eure Tugenden. Besinnt euch auf das, was ihr gut könnt. Besinnt euch auf das Herdfeuer. Ja, wenn das Feuer erstmal an ist, dann kann ich mich auch darauf auf die Heimat. Ihr seid hier nicht allein. Und auch nicht die Einzigen, die Beklemmung fühlen. Dann würde ich gehen. Ich stehe da, habe den Worten des Vaters gelauscht und drehe mich dann erstmal weg von der Szenerie und gucke dahin, wo die beiden anderen irgendein blaues Leuchten gesehen haben. Und starre so tief in den Wald und halte mich eigentlich an dem Hasen fest. Weil ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst, ist schummerig, aber es ist mehr so, ich will diesen Hasen beschützen. Der Hase zittert auch wie Ästenlaub und hat so große, geweitete Augen irgendwie und... Ja, merkst du irgendwie, der zuckt richtig auch und so. Du siehst also dieses Leuchten, wenn du selber beschreibst, dass du irgendwie auch Angstgefühle hast, dann siehst du auch irgendwann dieses Leuchten zwischen den Bäumen.
dann gehe ich ein paar Schritte rückwärts, also in Richtung Gruppe. Wenn irgendjemand hinter mir steht, dann renne ich gerade in den Reihen so ein bisschen. Wir sollten uns wirklich... Au, das war mein Fuß! Schon gut, Petterich, aber Vater Bran, wir sollten uns wirklich beeilen. In dem Moment will ich dann die Fackel entzünden. Ah. Das ist besser. Gehen wir dicht zusammen. Ja, und etwas langsamer. Nun gut. Ich glaube, Petterich nimmt gerade so sein Messer aus seinem Schaft. Also aus dem, aber, aus dem Gürtel raus. Aber pass auf, was du damit machst. Nicht, dass irgendwer aus Versehen stehen bleibt und du dann... das wäre eine schöne Bescherung. Willst du lieber, dass das Ding uns angreift und wir sind komplett schutzlos? Oder hast du was dabei? Beschissenen Zahnstocher wirst du da auch wohl nichts machen. Beruhigt und euch. Jetzt sollten wir wirklich losgehen, ja. Sagte der mit den krümeligen Armen. Ich schau auch nur etwas sauer nach hinten. Leise jetzt. Sonst hörst du uns auf jeden Fall. Würde ich leise durch den Schnee vorgehen. Ja, ihr hört das Knirschen des Schnees unter euren Füßen. Der Weg wird erleuchtet durch die Fackel. Und dann erreicht ihr irgendwann die Hütte, was eurem Gemüt deutlich wieder etwas Mut zukommen lässt. Weil hier seid ihr zu Hause, hier kennt ihr alles und so, ja. Gut. Ich schlage vor, wir bilden eine Kette und wir stellen alle Fackeln auf entlang der Häuser. Und erleuchten die Häuser. Wenn ja, es sein muss, die Nacht durch. Kein Schatten. Und vielleicht sollten wir einfach alle bei Silja uns zusammenfinden und was essen und dann wird es schon viel besser sein. Ne? Du hast doch den Keller. Wäre es da unten nicht sicherer? In nein. Deinem Keller? Nein, nein. Entschuldigung, das habe ich nicht. Nein. Nein. Kein Mensch auf dieser Welt hat das jemals gesagt. Ich meine, wenn da, sagen wir es so, in meinem Keller zumindest haben wir alle die gleiche Gefahr, zumindest alle, die sich im Keller befinden. Und das ist möglicherweise, ebnen wir dann das Kampffeld. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt auch nicht machen. Und jetzt los zu den Fackeln. Ja, ihr stellt die Fackeln auf und ich mache uns erstmal was zu essen. Ja. Das ist gut. Ich werde meine da hinten aufstellen. Aber ich glaube, wir sollten nicht allzu weit auseinander uns bewegen. Nein, nein, wir bleiben zusammen. Ja, dann haben alle ihre Fackel? Ja. Na, dann los. Und dann genau hier, ne? Und in den Boden. So, okay. Man hört dich nicht, Quali. Ozzy hat was gezogen. Genau. Sieht man das schon? Ja, ja. Mhm. Während Petterich seine Fackeln da gerade so reintut, hält er kurz inne, überlegt kurz. Basco? Ja? Brennt dein Zeug nicht? Was meinst du mit meinem Zeug? Mit deinem Zeug aus dem Keller! Ist das Fangfrage, natürlich brennt das! Ich meine nicht brennen im Rachen, ich meine brennen in Form von Feuer. Es brennt auf überall. Überall. So, ich meine wirklich, also. Wie viel von dem Zeug hast du denn? Ich meine nicht, in welche Richtung das geht. Ich mache wirklich nicht, in welche Richtung das geht. Können wir jetzt erstmal diese Fackel anziehen? Nein, Moment, wir könnten noch einen Kreis um das Dorf anmachen mit und das in Brand setzen. Irgendwer anderes? Normalerweise bin ich der böse angeschaut wird, wenn ich mit komischen Ideen um die Ecke komme. Irgendwer? Nein. Ja, da kommt auf jeden Fall das Ding nicht durch. Ja, aber... Ja, wenn wir den Kreis weit genug machen, dann ist das doch sicher. Das wird schon nicht umschwenken. Also ganz ehrlich, nee. Ich gehe zurück und hol mir die anderen Fackeln. Vater, ich denke, das ist... Was auch immer du für eine Lebenslektion daraus machen sollst. Zünde dein eigenes Haus an oder nicht an oder sowas. Das ist deine Aufgabe. Viel Spaß.
Und damit stampfe ich wieder zurück. Einen flüchtigen Blick Richtung Wald, der einfach nur mit so einer schwarzen, gähnenden Leere irgendwie da ein bisschen bedrohlich auf Basco wirkt. Generell den Eindruck, dass meine Augen jetzt versuchen, in drei Richtungen gleichzeitig zu schauen. Zum Wald, zu dem da und immer wieder prüfen zu meinen Vorräten. Das ist, ich glaube, generell so gerade. Ich gehe zu Vater Brand heran. Vater Brand, ich glaube, das könnte helfen. Wenn wir den Kreis genug auseinander machen. Gut, ich weiß ja, der Alkohol ist wichtig fürs Fest, das ist mir auch durchaus klar. Aber ist unsere eigene Gesundheit nicht wichtiger als irgendwelche Drogen? Wenn es sich um Stockkurz Wesenheiten handelt, die nicht aus dieser Welt sind, wird sie das nicht aufhalten. Was meinst du mit nicht aus dieser Welt? Ich habe vor langer Zeit eingefrorene Tiere und Menschen schon einmal gesehen, in der Bewegung erstarrt. Wie Statuen aus Eis. Und was war da dann los? Dann wissen wir doch, was das ist. Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Damals war es Es gibt Kräfte, Betterich, die jenseits der Schöpfung stehen. Das beruhigt Betterich nicht unbedingt, jetzt wird er eigentlich nur noch panischer. wird dann wahrscheinlich ziemlich schnell in die Hütte verschwinden. Und leicht abwesend dann einfach nur in Ich will ja aufs Feuer schauen. Während dann Bran dann auch die Fackeln aufstellt, hört man ihn dann auf jeden Fall doch vernehmlich beten. Sankt Gilborn, Ora pro nobis, Protector contra magiam, Ora pro nobis, Domitor maleficarum, Ora pro nobis, Martyr in desolatione goris, Ora pro nobis, Sanctus Defensor Priorum, Ora pro nobis, Adsertor Divinus, Ora pro nobis. Das immer wieder, wenn er die Fackeln aufstellt. Na toll, ist noch mehr von diesem Firlefanz. Irgendwann hört man aus dem Wald, während Vater Bran diesen Sing-Sang irgendwie anstimmt, diesen monotonen, sich wiederkehrenden Satz immer wieder wiederholt. Irgendwie wieder diesen hohen Schrei und dann aber auch einen menschlichen Schrei hinterher. Ich glaube, wir sollten wirklich alle Fackeln aufstellen und nicht nur die wir gerade aufgestellt haben. Ich meine, das soll ja einmal ein Kreis werden. Nicht, dass ich von Kreisen heute genug hätte, aber... Also, los! Solltet ihr aufhören, so viel zu reden, wenn das wirklich noch mal eine Fackel in den Boden... Also, und Betterich bleibt drin. Betterich, wenn er das hört, weiß auf jeden Fall, dass das Bos Parano ist, was er ja auch lernt von Vater Bran. Das heißt, er ruft den heiligen Gilborn an, den Schutzheiligen wie der finstere Magie. Betterich wird wahrscheinlich, nachdem er ja schon in der Hütte ist, er hat das wahrscheinlich nur so ganz leise durch die Tür gehört. Oder vielleicht, als er an Vater Bran vorbeigelaufen ist, während er reingegangen ist.
Und nachdem er ein bisschen ins Feuer geschaut hat, sagt er ein wenig abwesend mit sehr geweiteten Augen: Celia? Ja. Vater Bran betet gerade gegen dunkle Magie. Was soll das heißen? Ich möchte da jetzt nicht drüber nachdenken. Könntest du mal bitte den Hasen halten? Dann gebe ich dir den Hasen auf den Schoß. Und dann, du merkst auch, dass der mag dich und er schmiegt sich ein bisschen an dich. Ja. Und hier ist eine heiße Schokolade und ein paar Kekse. Beruhig dich, alles Danke. Wird gut heute. Okay. Schaut einfach wieder abwesend ins Feuer und fängt leicht panisch den Hasen anzuschleichen. Ja, diese Panik überträgt sich auf irgendeine merkwürdige Art und Weise irgendwie auf die Tasse Kakao, die du da in der Hand trägst. Zuerst dampft sie und siehst, beruhigt dich auch. Und dann aber, als du zum Trinken ansetzt, merkst du, dass der Kakao darin gefroren ist. Sag mal, ich weiß ja, dass ich dich gerne auf den Arm nehme momentan, aber das ist jetzt wirklich nicht lustig. Was? Halt dir so die Tasse hin mit dem gefrorenen Kakao. Okay. Dann stelle ich sie hin und dann gucke ich dich an. Vielleicht solltest du dich beruhigen. Was hat das jetzt damit zu tun? Wir wissen beide, was du bist. Und ich habe dir schon mal gesagt, wenn du dich nicht beruhigst oder wenn du überschwänglich bist, dann kommt es halt so zu magischen Ausbrüchen. Ich habe bisher noch nichts gefrieren lassen. Ja, vielleicht mal jemanden die Hose runtergelassen oder so etwas, ja, aber nicht irgendwer das gefrieren lassen. Ja, aber du bist da durchaus in der Lage zu. Ich mache dir eine neue Tasse und du musst dich beruhigen. Einfach ein und nicht gegen den Strich streicheln mit dem Fell. Immer schön mit dem Haarwuchs. Während Hagen draußen die letzten Fackeln aufstellt, merkt er auch, dass dieses Feuer irgendwie in den Fackeln ein bisschen Probleme hat, irgendwie richtig Zunder, also Brennmaterial richtig sich wirklich zu entfalten und so. Und dann kommt auch noch so ein Windhauch, der ein bisschen an der Flamme zerrt. Vielleicht genau in dem Augenblick, wo Betterich auf die Tasse runterguckt und merkt, dass es irgendwie gefroren ist. Und dann sieht Hagen einen Lichtblitz im Wald, ein helles Licht. Allerdings nicht weißlich-bläulich, sondern eher so orange-gelb, was aber sofort dann auch wieder verschwunden ist. Ob jemand ein Feuer angemacht hätte und das sofort wieder gelöscht hätte. Ja, instinktiv greife ich meine Sauffeder und halte die so nach vorne, gehe dabei so ein paar Schritte nach hinten und jetzt fängt dann Hagen auch wirklich so langsam an, innerlich und auch leicht äußerlich zu zittern und atme so ganz viel dieser kalten Nachtluft ein. Man hört dann, also wenn Basco rauskommt nochmal oder in seine Nähe kommt, sieht Basco auch wieder den zweiten Lichtblitz irgendwie zwischen den Bäumen und dann hört man ein Wie laut ist der? Müsstest du drin? Ich glaube, du bist drin mit Sylvia mit was anderem genau. Beschäftigt, als dass du das groß okay. wahrnimmst. Ja. Alles klar. Sylvias Haus, komm, schnell. Das war ein Schrei, oder? Ja, ich hab's auch gehört. Oh, ja, da müssen wir hin, oder? Ungerne. Ja, aber ich meine, wenn da irgendwer jetzt im Schnee rumliegt, dann können wir den ja auch nicht... Hört man dieses Rufen, dieses Gestöhne mehr, hört man das immer noch? Nee, hat dann aufgehört. Und wenn ihr jetzt auch ein bisschen da stehen bleibt und weiter guckt, keine weiteren Lichtblitze. Wenn ich jetzt so ganz furchtbar schätzen würde, ich werde erstmal das mal ganz furchtbar schätzen würde, wie weit ist das weg? Also es ist ein Wald, ne? Ah. Es ist ein Wald. Aber was würde ich denn schätzen? Ende der Welt. Ich meine, du siehst, ich weiß gerade nicht, was ich fragen soll. Habe ich denn den Eindruck, dass ich gut schätzen kann? Oh Gott.
Hagen, ich glaube, das war nicht so weit weg. Bestimmt hat er gar nicht so laut gerufen. Ich denke, wir sollten... Warte, ich nehme eine Fackel und du nimmst ja, dann so, dieses Ding runter. Dann sag den anderen Bescheid. Wir dann auch wieder runter. Ganz schnell, aber wir sollten dahin. Ja, komm, dann sehen wir uns. Ja, Vater Bran! Ja, der rezitiert immer noch den Spruch die ganze Zeit. Ja, vielleicht den nicht stören. Na, ich dann Silja. Ich mach die Tür auf. Es ist Silja. Was ist denn los? Irgendwer hat da draußen. Was? Nichts ist da draußen los. Ich schaue Bettrig an. Kannst du ganz kurz mal mitkommen? Ja, ich habe drüben eine Frage, da geht es ums Schnaps. Hast du schon wieder zu viele von meinen Kräutern genommen? Warte, ich komme. Ja, genau, ich werde dir nochmal erklären, wie das funktioniert. Ja. Und dann machen wir die Tür zu. Komm mal her. Was ist denn los? Irgendwer hat im Wald geschrien und da waren Blitze und Vater Bran scheint beschäftigt zu sein. Und ich habe den Eindruck, wir sollten ihn möglicherweise nicht stören. Ich weiß nicht. Wer hat geschrien? Bitterich hat gerade so die Tür aufgemacht und ist euch nachgekommen. Oh. Irgendwann hört er auf mit diesem Geschleiche. Ich habe geschrien, als ich zu viele Kräuter in meinen Schnaps reingemacht habe, weil die Silvia hat gesagt, wenn du wieder zu viele machst, dann fliegt es in die Luft. Also solltest du lieber die Tür zumachen, ansonsten wirst du nicht ein blaues, sondern ein rotes Wunder erleben. Vasco. Ich wollte es gerade sagen, der Junge ist nicht dumm. Und vielleicht auch hilfreich. Vasco, geh schon mal vor. Wetterich? Ja. Du holst Vater Bran. Wenn ihn jemand aus dieser Rezitier, was auch immer er da macht, holen kann, dann du. Und wir treffen uns gleich da vorne und. Ihr holt Vater Bran und macht euch auf den Weg. Und ungefähr auf halbem Weg zwischen eurem Hüttenansammlungsgebilde und dem, da hat jemand dann wieder eine Karte gezogen, wofür auch immer, und dem eigentlichen Dorf, stoßt ihr dann auf etwas, wette gerade die... Ich? Taco, ja. Mhm. Weil Vasco ja hinter mir verschwunden ist und ich noch kurz einen Moment alleine war. Ja, was wolltest du denn damit machen? Ja, weil also gerade diese Licht und sowas, also irgendwie packt ihn dann doch gerade so ein bisschen das Verlangen, jetzt wirklich schon vorauszugehen. Also ich würde immer so einen Blick nach hinten, aber dann irgend so ein Drang zieht mich dann doch nach, also in die Richtung, wo ich diesen Lichtblitz gesehen habe und wo ich dieses Geräusch gehört habe. Und würde dann so ein paar Schritte schon mal vorgehen wollen. So, hab halt den Speer so in beiden Händen und pack den wirklich richtig fest und ich zittere auch wirklich etwas. Ja, dann gehst du vor und bist halt irgendwie 10, 20 Meter vor den anderen. Oder Schritt, besser gesagt, wir sind ja in Aventurien. Und biegst dann um die Ecke des Weges und siehst dann tatsächlich eine dunkle Gestalt mitten auf dem Weg stehen. Jetzt von deiner Fackel kaum erleuchtet. Irgendwie halt, ist halt eine Gestalt, die in eine dunkle Robe gekleidet ist. Ist aber. Das ist kaum zu sehen, aber da du Jäger bist und gutes Augenmerk hast, siehst du in der Dunkelheit definitiv diesen Schatten, der da mitten auf dem Weg steht, sofort. Reagiert die auf mich, also wo ich in ihr Sichtfeld trete? Steht mit dem Rücken zu dir. Ja, das hatte ich jetzt nicht erwartet, so. Nein. Nein. Steht so leicht zusammengekauert, irgendwie in so einer Pose. Ich würde einmal kurz so nach hinten schauen, zu den Hütten, ob die anderen so auf dem Weg sind, immerhin. Hallo? 12 zum Große? Keine Antwort. Ich rufe mal so nach hinten. Rührt sich auch nicht, die Gestalt. Dann würde ich ein paar Schritte näher rantreten. Hallo! Dein Fackelschein erleuchtet die Gestalt etwas mehr und du siehst jetzt leichtes
Eis glimmen, dass die Fackel reflektiert. Und als du dann um die Gestalt so ein bisschen herumgehst, siehst du eine Flamme, die sich zwischen den beiden Händen dieser Gestalt geformt zu haben scheint, aber im Eis eingefroren ist. Eine kleine Feuerlanze, die halt in quasi in der Bewegung eingefroren ist. Oh, Pater! Was zum... Ich würde mal in die Richtung der Gestalt schauen, also die sich gerade gerichtet hat in dem letzten Moment. Das gibt's doch alles gar nicht. Ja, die anderen kommen dazu und sehen dasselbe. Irgendwie dieser kapuzierte Mann. Man hat so einen weißen, halblangen Bart. Wenn man so ein bisschen unter die Robe drunter guckt, hat er anscheinend auch eine Glatze. Und er hat gerade auch so den Mund offen. Und die Augen auch so geweitet. Und auch den überzieht halt auf der Robe so eine Eisschicht. Ja, Betterich. Betterich hat Raja gezogen. Wow. Also die umgedrehte Rage. Ach du Scheibenhonig. Sind wir inzwischen denn da angekommen? Ja, ich sagte ja, er kommt dazu und sieht dasselbe. Also, ich trete da so an die Figur heran, also an die inzwischen ja Eisskulptur von diesem Mann. Und verziehe ein bisschen das Gesicht. Und frage in die Runde, ist der lebt der noch? Klar, der wird gleich einfach weiterlaufen. Keine Ahnung, hast du noch nie das letzte Mal, wo du hast noch nie einen Eingefrorenen gesehen. Das letzte Mal, das war letzten Winter, ja. Also du hast schon Leute gesehen, die Flammen aufgegangen sind. Gerade wenn man in der Nähe von Basco sitzt, dann hat man das vielleicht schon mal gesehen. Aber das ist die Sorte von Lüge, ja? Also, okay. Also ich ekel mich zwar schon ziemlich heftig von der vermeintlichen Leiche, aber hab dann trotzdem so irgendwie den Zwang, mal an seine Schulter zu gehen und da mal richtig dran zu rütteln, den Kerl mal richtig zu rütteln. So. Du hast immer noch keine Handschuhe an, ne? Nee. Ja, als wenn Betterich dann die Hand auf die Schulter von der Gestalt legt, merkst du halt irgendwie wie die Kälte in deine Hand reinkriecht. Und die anderen sehen, wie sich so ein kleiner Eisfilm über die Hand von Betterich. Und wenn du dann so rüttelst, und dann so wahrscheinlich so schnell die Hand so wegziehen willst, macht es auch so ein leichtes knackendes Geräusch und du hast dann also du hast mir jetzt nicht irgendwas von der Schulter weggerissen, sondern du hast so dieses Stück Eis, was über der Schulter war, mit, hängt jetzt quasi so mit an deiner Hand. Also jetzt schaue ich mir das so an. Bist du des Wahnsinns? Mann, Betterich! Ich drehe mich um und ihr seht, dass ich losrenne. Richtung Dorf. Also, Betterich schaut sich so seine Hand jetzt an und jetzt ist der Moment gekommen, wo er sich erstmal übergeben muss. Lehnt sich so die eine Richtung und also Richtung Dorf oder Richtung eurer Hütten? Nee, Richtung meines okay, Hütte. Deine Hütte, okay, ja. Genau. Und zwar wirklich so, noch nie, ihr habt ihn noch nie so sprinten sehen. Mein Magier. Basco, bleib hier bei uns. Sind wir denn gelaufen ungefähr, damit ich weiß, wie lange ich brauche? Grob? Also seid irgendwie 5 Minuten gelaufen oder so. Oh, wow. Okay. Oha. Naja, jetzt bin ich schon losgelaufen. Ja, ich rufe dir dann auch hinterher. Basco, bleib hier, bleib bei uns. Ich habe eine Idee, ich komme gleich wieder. Und dann bin ich im Dunkeln verschwunden mit meiner Fackel, die ich definitiv dabei habe. Wartet hier.
Ich kümmere mich dann erstmal um Wetterich. Also erstmal, wenn er da am Übergeben ist, halte ich ihn so ein bisschen fest, nicht, dass er nach vorne umfällt. Haare aus dem Gesicht. Haare aus dem Gesicht, ne, so Zopf halten, ja. Lass alles raus. Ich mache dir nachher Neues, alles wird gut. Ja, dann ziehe ich ihn so ein bisschen weg von der Leiche, von dem da, der da steht. Zeig mir deine Hand. Ja, ich mach mal so, halt dann so die Hand leicht zitternd hin. Ja, und dann spürst du, dass ich sie nehme und meine warmen Hände, ich ziehe meine Handschuhe aus, also demnächst kriegst du von mir mal ein paar Handschuhe. Dann, das tut richtig weh jetzt gerade, weil deine Hand ist vermutlich so ein bisschen eingefroren. Es wird gleich besser. Es fühlt sich an wie ein Messer. Ja, es wird gleich besser, alles wird gut. Und dann spürst du, dass ich da drauf spucke. Das so ein bisschen verteile. Das habe ich schon öfter bei dir gemacht. Okay. Und du weißt, dass dadurch Wunden oder sonstiges verschwinden. Alles klar. Ja, ich hab meinen Speer, der wirklich relativ groß ist, den stecke ich so etwas schräg in den Schnee, so irgendwo neben euch drei. Und dann laufe ich auch Basco hinterher, weil soll jetzt nicht alleine da rumlaufen. Ja. Also bleiben nur noch Vater Bran, Wetterich und Silja bei der Gestalt. Brans Gesicht ist jetzt auch noch ernster, als es ohnehin schon ist. Aber es ist auch so ein seltsamer Ausdruck in seinen Augen erschienen. So ein absolute Entschlossenheit und Überzeugung. Ein regelrecht lodernder Blick, wo auch sich ein bisschen Zorn drin widerspiegelt. Aber Pasobette hat nicht das Gefühl, dass der ihm gilt. Oh. Vater Bran umrundet vielleicht den die Gestalt ein bisschen, sieht, dass er so eine dicke Umhängetasche an der Seite baumeln hat und auch ein Amulett um den Hals trägt, dessen Symbolik dir mehr sagt, als du es gerne wählen würdest wahrscheinlich. Es sind drei Pfeile darauf zu sehen, ein großer Pfeil, der nach unten zeigt, und zwei gekreuzte Pfeile darüber, die nach oben zeigen. Und Vater Bran erkennt kein Magiersiegel oder sowas in seinen Händen, wenn er danach suchen sollte. Im Gegenteil, vielleicht sogar in den Handflächen das gleiche Symbol nochmal, aber dann als Hautritzung und weniger als Tätowierung. Überleg gerade. Belchirash. Mhm. Und zum ersten Mal, vermutlich überhaupt, spuckt Bran aus. Angewidert. Vater Bran, was ist mit euch? Uneis. Uneis, das Wetterich schaut ihm, hat sich so langsam wieder beruhigt, schaut aber wieder sehr, sehr, sehr bleich aus, diesmal wahrscheinlich eher da, weil ihm einfach schlecht ist, als vor allem. Preios gleißendem Anlitz. Dies dort war ein Paktierer. So ein Paktierer, von dem du letzte Woche im Unterricht erzählt hast? Er trägt das Zeichen des Gegenspielers von Firun. Weiß Patrick das denn schon? Versucht so ein bisschen zu überlegen. Versucht sich zu erinnern, ob das im Unterricht dran kam. Nein, das hat er dir mit Sicherheit nicht beigebracht. Okay. Verdorbenes Eis.
Eis, das trügisch ist und nicht trägt, wenn man darauf geht. Tiere, die sich gegenseitig zerfleischen und bestialisch zu Tode hetzen. Der eisige Jäger. Apropos Jäger, Hagen und Basko laufen ja gerade Richtung Dorfhütte und fühlen sich tatsächlich wie gejagt. So ein bisschen, weil sie fühlen wieder diesen Hauch im Nacken und dieses, vielleicht habt ihr das Gefühl, Schritte zu hören. Also zumindest Basko hört Schritte definitiv hinter ihm, weil Hagen hinter ihm herläuft. Ja. Mittlerweile müssen wir aber dann auch so halbwegs angekommen sein. Ja, definitiv. So weit ist es ja nicht, wenn ihr schnell lauft, ja. Wir haben uns richtig doll abgehetzt. Ich habe mich also währenddessen schon, ich habe ja eine Fackel dabei, ich habe mich währenddessen umgesehen, habe gesehen, dass Hagen hinter mir ist. Dann siehst du jetzt Hagen nur, dass ich in meinem Haus verschwinde. Und dann hörst du so diese merkwürdigen Geräusche aus meinem Haus. Das ist einfach das Sägen und Hämmern und Klirren. Ja, vor allem, also weniger Sägen, weniger Hämmern, eher Klirren, eher Rumpeln und zwischendurch immer so, was ich sag da. Hagen! Ja, ich weiß, du magst mein Haus nicht, aber jetzt komm her! Wir haben wirklich keine Zeit. Schlimmer. Na gut. Schuss so die Tür auf. Ach, super. Dann kommst du in einen runden Raum. In dessen Mitte sich ein merkwürdiges Gefäß befindet, ein großes Gefäß, aus dem so Rohre rauskommen, die dann zum Dach hinführen und aus dem es kräftig dampft. Und dieses runde, aus Kupfer geschaffene Gefäß hat auch tatsächlich so einen kleinen Hahn, der aufgemacht werden kann. Und da bin ich gerade mit einem Kessel, so einem kleinen Kessel, der verschließbar ist, ran, eine dampfende Flüssigkeit rauszuholen. Da drüben auf dem hölzernen siehst du die Kräuter, die da liegen. Du. Ja, dann, ja, den nein, da. Ja. Nein, halt, nicht die. Nicht um Himmels Willen, bleib. Die daneben. Die roten. Danke. Ja, perfekt. Komm her. Ah, die! Okay. Ah. Ja, gut, dann greif ich mir so, danke. So ein Bündel. Da. Okay, super. Und jetzt ein bisschen schütteln. Sieht gut aus, super. Und da drüben ist der Topf. Ja. Deckel. Ja, achso. Perfekt, danke. Achso, ja. Oh, und jetzt nimmst du das, hältst das und ich brauche irgendwas zum Zudecken. Ja, da nehmen wir das einfach. Was gut. Rüber, damit es heiß bleibt. Und damit werden wir jetzt zurückrennen. Denn wenn irgendetwas Leute von innen aufwärmt, dann das Zeug. Dementsprechend sollten wir uns beeilen. Ich sollte noch irgendwas... wo ist denn... Der, da, super. Ja, Knüppel aus dem Sack. Da soll mal irgendwer auf uns zukommen. Dann nehme ich den Knüppel noch mit. Und da, die Fackel, super. Und dann wieder zurück und weh, du verschüttest irgendwas. Das Zeug war teuer. Und los. Und schon hin. So, und los. Oh Gott. Ist nichts Schlimmes passiert. Und dann joggen wir wieder zurück. Und ich starre gleichzeitig auf dieses Gefäß, was ich wirklich so zupresse, wirklich so mit meinen. Und ich habe wirklich große Hände, ne? So wirkliche Pranken. Also, wupp. Basko, was bei allen Göttern ist das, was da drin ist? Warum? Ach, jetzt die Kleinigkeiten. Jetzt haben wir keine Zeit. Außerdem ruhig. Atem. Meine Zeit. Später. Und laut ächzend mache ich mich auf den Weg zurück. Ja. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen zurückfallen, weil ich bin echt außer Puste langsam. Also ein bisschen 5 Minuten. Das ist so. Ja, 2,5 Minuten. Wir sind ja hingelaufen, also wahrscheinlich brauchen wir jetzt so vielleicht dann, keine Ahnung, die Hälfte. Ja, währenddessen bei dem eingefrorenen Magier, was machen Sylja, Vater Bran und Betterich da noch? Hält die Hand, also verschwindet das Eis durch den Hexenspeichel? Ja, verschwindet. Es dauert eine Zeit lang, aber es verschwindet. Ja, dann wird wahrscheinlich Betterich sich so ein bisschen die Hand versuchen wieder zu bewegen. Dreht sich dann... Ja, dieses Gefühl von Kälte ist immer noch in der Hand. Das ist auch, du siehst, Vater Bran und Sylja sehen halt auch, dass so leichte, nicht Zeichen von Absterben, aber sind halt so bläulich, die Finger, ne? Irgendwie so das...
Ich drehe mich dann zu Sonja um. Glaubst du jetzt immer noch, dass ich daran schuld bin, wenn hier irgendwas schief geht? Also zu Silja, Entschuldigung. Meistens ja. Das war ich diesmal jetzt aber wirklich nicht. Wetterich. Ja. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst schnell sein. Okay. Öffne die Truhe an meinem Bett. Du meinst die Truhe, die ich nicht anfassen darf? Ja. Hole die ersten zwei Lagen raus, die dort drin liegen. Und bring sie her. Salutier einmal kurz. Und zieh die Handschuhe an. Alles klar, ich salutiere mal kurz vor ihm. Dann doch wieder so der leichte Einflug von meinem normalen Daseins und den Humor ist dann wieder da. Alles klar, Chef. Und renn Richtung unserer Hütte. Und versuch dann, wir rennen wahrscheinlich gerade an bei den anderen vorbei. Da wir keine richtigen Zauber für dich bis jetzt bestimmt haben und du ja als Schelm ein bisschen intuitiver Zauberer bist, bestimme ich jetzt einfach mal, dass du das Hagen und Basko irgendwie dir ja entgegenkommen gerade mit der Fackel in der Hand. Und das, was Basko und Hagen sehen, ist so ein leichter Schimmer erstmal irgendwie und dann so ein Blur irgendwie so. Jemand läuft in unglaublicher Geschwindigkeit zwischen euch beiden durch und an euch vorbei in die andere Richtung. Und irgendwoher, also einen kurzen Glimpse hat man gesehen, dass es Betterich war. Also ja. Hat wahrscheinlich intuitiv einen Acceleratus oder sowas gewirkt. Zum Das war den einfach weiterlaufen. Aber das Zeug ist für ihn. Ich bleib genervt stehen. Was? Hör ich aus der Fuß. Der hätte selber rennen können. Oh Gott. Ach komm, was? So viel zur Jagd. Scheiße. Mega jetzt. Ich... In so einer furchtbaren Situation kann nur ein einziger Charakter auf dieser Welt nerven. Nur einer. Oh. Können wir also auch langsam laufen, was auch immer. Ich stopp so vor. Mann, der Junge, ey, jedes Mal mit dieser verdammten Magie. Ich kann nicht mehr. Ey. Ich bin zu alt für den Mist hier. Ernsthaft. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch langsam in der An. War das Betterich? Ja, er kommt gleich wieder. Ach, verdammte Scheiße. Dann sollten jetzt trotzdem alle mal... Vater Bran. Ja, ich kenne deinen Standpunkt. Trotzdem, trink lieber was davon, damit dir warm wird. Und du auch. Und alles. Oh Gott. Wir haben es mit dem Gegenspieler Firuns zu tun. Was? Was? Nochmal was? Dämonische Einflüsse. Na, das ist ja ganz großartig. Okay. Dann machen wir lieber unseren lustigen Trinkkreis ein bisschen davon entfernt. Und wir werden dieses Übel jetzt ausmerzen gehen. Jetzt! Bitte was? Meinen wir mit jetzt eher morgen oder meinen wir das jetzt? Ich glaube, er meint das gleich jetzt. Also das so sofort jetzt. Jetzt. Das ist ein Automatismus. Ausweiten. Ich tauche einfach meinen einfach ein und trinke einfach. Das ist ein Automatismus. Das ist. Ich dir meine Karte ziehen, wie du dein eigenes Gesöff verträgst. Sehr gerne, natürlich. Oh. Scheiße! Aber Zügellosigkeit passt da sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was er damit macht. Alter!
des Betritts nichts davon getrunken hat. Eieieiei. Du hast das Lilane erwischt, nicht das Rot. Oh, scheiße. Oh, das wird brennen. Er hat das... Du hast das Lilane da reingemacht? Ja, es war... Bist du denn wahnsinnig? Und dann gehe ich zu dir hin und verpasst dir eine Ohrfeige. Und dann seht ihr nur, wie ich durchlöcherten, mit Brandblasen, durch Brandflecken durchlöcherten Anorak wegwerfe und mich mit einem für mich doch recht behenden Sprung in das Schneetreiben neben mir reinfallen lasse. Übrigens trotzdem noch nicht dahin, sondern ein wenig von diesen Merkwürdigkeiten entfernt. Und um mich herum. Man meint ein bisschen, ja, wollte ich gerade sagen, ein bisschen zischendes Geräusch zu hören. Und dann stehe ich auf. Aber falls irgendwer von uns gerade eineist, ist das das perfekte Zeug. Oh Gott. Du bist verrückt. Ja, aber ein ganz kleiner Schluck wird wirklich nicht schaden. Ich habe ein ganzes Ding getrunken. Wirklich, ein kleiner Schluck ist vollkommen okay. Es gibt ein dumpfes Plopp und so eine Mischung aus Plopp und Knall, als der Betterich mit so einer Bremsspur vor euch irgendwie wieder zum Stehen kommt und fast gegen diesen eingeeisten Magier gegen rennt. Ja, also ich bleib dann so stehen und wehle so mit dem Arm. Und lass mich doch, krieg doch gerade so die wieder die Kurve, um nicht genau auf diesen Typen zu fallen. Und dann ich hab halt die Sachen für Vater Bran in der Hand und sag, das war das, was ich finden konnte. Und übergebe ihm das so und... Das erste ist ein längliches Bündel, was er dann entrollt, und da ist ein blitzendes Schwert zu sehen, was eine silbern gleißende Klinge aufweist und eine goldene Parierstange, die einem Greif nachempfunden ist. Und im zweiten Päckchen ist erstmal das Zeichen des Preios aus purem Gold zum Umhängen und ein kleiner Beutel ebenfalls mit dem Symbol des Preios bestickt. Vater Bran, nochmal. Um was genau, was ist da draußen? Einfach gesagt, wir haben es... Der dort war ein Paktierer, ein Diener, der Gegenspieler der Zwölf. Das ist nicht gut. Und irgendwas haben sie geweckt oder beschworen und die Kontrolle verloren. Irgend so etwas, vermute ich. Jedenfalls breitet sich der Hauch des Eises immer weiter aus und wird irgendwann, wenn wir ihn nicht aufhalten, das Dorf erreichen. Und alles Leben und alle Lebenskraft aus den Menschen aussaugen und ihre Seelen zu ihrem erzdämonischen Herrn schicken. Großartig. Es ist an uns, dieses Übel auszumerzen. Wie sollen wir das machen? Ich glaube, das können wird sich wahrscheinlich, das werden wir sehen. Aber ich meine, wenn wir es nicht machen, wer dann? Er hört wieder dieses laute Kreischen aus dem Dunkelheit des Waldes vor euch. Diesmal näher kommend. Okay. Herr Preios, ewige Sonne, heiliges Licht, spende deinem Diener Helligkeit, auf dass die Nacht weiche und alles vor deinem strahlenden Auge liege. Willst du aber mal eine Karte ziehen? Jetzt habe ich. Nimm den hier. Und ich... Reiche dir wirklich so einen 2,20 Meter großen Spieß. So. Nimm den. Zieh meinen Bogen vor Rücken. Ich halte ihn da wahrscheinlich so ein bisschen umgelenkt wie so ein Stab. Weiß nicht ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Ja, mit diesem
Worten, wo Bran so nach vorne gedeutet hat, sieht man ganz kurz, wie es um ihn herum heller wird. Und aus irgendeinem Grund wird Bran an was erinnert. Vor seinem... Er blickt dort in den Wald und seine Augen weiten sich. Das Licht erlischt und er stolpert 2-3 Schritte zurück, fällt auf den Hosenboden und fängt an, leise vor sich hin zu murmeln. Wetterich schmeißt wahrscheinlich gerade in diesem Moment dann einfach mal schnell den Speer weg und setzt sich so neben Vater Bran. Alles okay? Was ist los? Versucht ihn dann so ein bisschen aufzuhieven. Ja, ich helfe dir dabei. Vater Bran, was ist los? Ihr Leib, nein. Die Flammen. Flammen? Ich sehe hier nur Eis. Das Licht auf ihrem Haar stickt von den Flammen. Dann geh ich vor Vater Bran und greife so sein Gesicht und gucke ihn an, guck ihn direkt in die Augen. Fasst euch. Die Schreie. Der Herr straft mich. Und dann gehe ich, ich merke, dass das nicht funktioniert, dann gehe ich einen Schritt zurück und dann kriegt er von mir eine schallende Ohrfeige. Nun reißt euch endlich zusammen, Vater Bran. Ihr seid ein Hirte des Praios. Das, was ihr hier abgebt, ist ein erbärmliches Bild. Die Schatten eurer Vergangenheit sind das, was euch jetzt hindert. Ihr müsst euch fassen. Es gibt Wichtigeres zu tun, als euch zu bemitleiden. Ich würde die Karte dann mal mit aufgreifen. Also quasi nach dieser kurzen Ansprache, wo sich seine Augen so kurz mit Tränen gefüllt hatten, das Gesicht verhärtet sich. Er spannt den Kiefer an. Bringen wir es zu Ende. Ja, und es kommt erneut dieses hohe Kreischen aus dem Wald, aber jetzt nicht mehr von einer Seite, sondern quasi von hinten, von rechts, von links. Und Hagen, Betterich, Basko, Vater Bran und Sie, der können jetzt auch dieses bläuliche Glimmen halt erkennen zwischen den Bäumen. Und dann tritt die erste Gestalt zwischen dem Blatt, also zwischen den Ästen der Bäume in den fackelbeschienenen Bereich. Und ihr seht eine menschliche Gestalt, die, also annähernd menschliche Gestalt, irgendwie sieht aus wie ein Körper, der mit schwarzem oder brackig braunem Eis überzogen sein scheint. In dem etliche Eissplitter stecken, ihn quasi durchbohren. Das Gesicht ist merkwürdig verzogen zu einer Fratze mit langen, spitzen, eisigen Zähnen. Leicht durchschimmernd wirkt diese Gestalt. Hat lange, scharfe, eisige Klauen und um sie herum weht so ein weißlich-bläulicher Windhauch. Und es geht Kälte von dieser Gestalt aus. Ja, ich schlug auf jeden Fall. Ich habe in der Zwischenzeit hatte ich die Sehne auf meinen Bogen aufgezogen
Und ich beinahe gefriere ich selber auch. Okay, let's gucken. Was sagt mir das? Ja, und wenn ich dann dieses Wesen irgendwie sehe, dann stocke ich wirklich einfach. Und ich zittere wirklich merklich. Also ich halte den Bogen auch super, super unsicher gerade in der Hand. Und ich probiere halt auf dieses Wesen irgendwie zu zielen, aber dieser Anblick ist für mich gerade so unfassbar, dass ich irgendwie die Sehne halt nicht loslassen kann gerade. Feigheit passt super gut für Basko gerade. Ich habe eine richtig klasse Idee, aber dann nicht. Ja. Gibst dir auf. Du kannst auch was anderes nehmen. Kannst ja auch Wahlwut nehmen. Das würde auch passen. Genau. Ewiger Kampf. Ich werde auf jeden Fall. Ich mache einen Schritt zurück. Erstmal. Zwischen den Bäumen tauchen jetzt ähnliche Gestalten um euch herum auf. Ungefähr 6 Stück. Langsam vor sich schreitend. Denn ihr merkt, dass ich anfange, ganz schnell meinen sehr ominösen Mantel abzutasten. Und dann schrei ich einmal kurz auf, hol was raus und fange wie wild an, 2 Steine aneinander zu schlagen. Ich muss schnell was nachgucken. Wenn ihr eine Karte zieht, kündigt das kurz an, damit die anderen nicht sofort auch eine ziehen, wie wir es gerade hatten, damit ihr euch nicht überschreibt. Ah, okay. Ich muss mal eben kurz gucken. Während du schaust, kann ich ja ganz kurz nochmal euch beiden Hagen und Betterich. Ihr beide seid ungefähr in der Nähe des Topfes, den ich mitgebracht habe. Also ihr seht, dass ich jetzt auf die Knie gefallen bin, sehr laut fluchend mit einem Feuerstein über diesen Topf hänge und versuche, den Funken in den Topf reinzulenken. Ich werde wahrscheinlich den Speer, den mir Hagen zuerst gegeben hatte, den ich ja gerade weggeworfen hatte, schnell wieder aus dem Schnee holen. Der steckt da wahrscheinlich irgendwo drin. Und werde, bevor du das tust, beziehungsweise während du das tust, einmal, der Topf ist offen, oder? Ja. Werde den Speer da mal einmal reintunken und werde zu dir sagen, hier, nicht direkt den Topf auf den Speer zielen. Und halt den Speer dir dann so hin und der Topf dann von dem Gebräu, das da drin war. Du wirst feststellen, dass ich überhaupt nicht reagiere. Also ich bin da wirklich, also ne, meine Knöchel sind richtig weiß, ich bin richtig und ich achte auch fast gar nicht mehr auf dich. Dann werde ich wahrscheinlich den Speer mal nehmen und sich so die Rückseite davon nehmen und einmal kurz dumm, die auf den Kopf hauen, um dich irgendwie da deine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Basko! Jetzt! Bran. Ja, quasi so in der Bewegung, als das alles passiert, stellt sich dann Bran quasi in eure Mitte. Mit der rechten hebt er das Sonnenzepter, mit der linken das Greifenschwert, hält beides so breitarmig von sich. You shall not pass! Herr Prios, ewige Sonne, Trenner von Recht und Unrecht, gepriesen sei deine Macht, dein strafender Blick falle auf diese Frevler. Es sei. Zerschmettere die Ungläubigen, zerschmettere die Unholde und schütze die reinen Herzens sind. Der wird den zerschmetternden Bannstrahl vom Himmel rufen.
Ja, gleißendes Licht geht von dem Sonnenzepter aus und zieht seinen Weg hin zu dieser merkwürdigen, grausamen Gestalt, die so leicht durchscheint. Ja, sie schwebt nicht wirklich über dem Boden, aber sie hinterlässt auch keine Spuren im Schnee. Und der Sonnenstrahl trifft diese Gestalt und sie kreischt einmal fies und in einem hohen Tonlage auf, reißt den Kopf so nach hinten weg und man sieht, wie dieses schwarzbräunliche Eis zu schmilzen beginnt. Dadurch bewegen sich die anderen Gestalten nun aber schneller auf euch zu. Ja, in dem Moment, wo der Vater seine Rede gehalten hat, also ich stand auch wirklich gerade ähnlich wie so eine Statue halt wirklich da und wusste überhaupt nicht, also links, rechts, geradeaus und dann würde ich dann einmal einen Pfeil so auf Brusthöhe ungefähr ansetzen, so wie ich das ja gewohnt bin, dass ich so einen schnellen Blattschuss halt gebe. Ich weiß nicht, ob das funktioniert bei diesen Wesen. Ja, der Pfeil schlägt in dieses Wesending ein. Zumindest bleibt es irgendwie stecken. Du siehst aber auch die Pfeilspitze durch die Haut von dem Ding. Als wäre es halt in so eine Eisstatue eingeschlagen. Aber es gibt keinen Ton von sich. Ja. Dann hast du noch? Sorry. Mach euch weiter. Du haust mir auf den Kopf und genau mit dem Schlag rutscht mir der Arm noch mal richtig runter und ein richtig großer Funken springt in den Topf rein. Und da du ja auch in der Nähe, wenn ich das jetzt, nee, warte mal, du hast das so gemacht, nee, dann natürlich nicht. Der Topf fängt an zu lodern und steht gerade noch wer vor mir außer Betterich? Ich glaube, Vater Bran stand ja vorne und hat halt diesen, genau. Dieses Ding gemacht. Das heißt, ich, Betterich, du siehst ja, dass es anfängt zu brennen. Ich hoffe einfach, dass du aus dem Weg springst, aber das ist deine Sache. Das heißt, ich würde mich jetzt nach vorne lehnen, Vater Bran aus der Seite zur Seite schieben und schrei nur: Hagen werfen! Und lege mich dann auf den Boden. Das ist eine Karte, die Ozzy gezogen hat, ja. Ich merke das überhaupt nicht, dass da irgendwie was brennt. Und wahrscheinlich gerade, wo das so angeht, keine Ahnung, wie stehe ich da wahrscheinlich drüber? Wahrscheinlich versuch ich ja dich da gerade noch dazu zu bringen, die Steine auf den Speer zu richten, damit ich einen brennenden Speer bekomme. Und dann kommt so wahrscheinlich so die Stichflamme und versenkt mir erstmal total mein Gesicht und mich reizt wirklich nach hinten und ich liege da jetzt erst einmal ein bisschen perplex da. Und stehe erstmal nicht mehr auf. Wird vielleicht diesen kritischen Fehlschlag auch so interpretieren wollen, dass du diese Warnung von Basco gar nicht so richtig mitbekommst und vielleicht so einen Teil dieser Aktion mit abbekommst. Mhm. Okay, dann keine Ahnung, meine Haare fängen an zu brennen. Also, vielleicht die Kleidung fängt Feuer oder so. Ja, okay, dann ist das besser. Dann stürze ich auch sofort zu ihm und nehme die Decke, die ich um die Schulter habe und fange an, ihn zu löschen und pack Schnee auf ihn drauf und Betterich! Also jetzt für das weitere Vorgehen, wenn ihr eine Karte ziehen wollt, macht das zuerst und dann beschreibt, was ihr machen wollt, weil die Karte schon als nach der Beschreibung der Situation kaum noch mehr Interpretation bietet. Also es bietet eher vor der Aktion Interpretationshilfe. Dann würde ich jetzt eine ziehen, da ja Basco mich angerufen hat. Ja, machen wir vielleicht mal einfach so eine Runde. Irgendwie Hagen, Silja, Vater Bran, Betterich und Basco und dann die Gegner. Je nachdem, könnt ihr ja auch die Gegner mit beschreiben. Ich benutze die ganze Zeit die Karte, die ich vorhin, dieses Wut-Ding. Also das Waffnir-Ding, ja. Ja, das ist meine, deswegen mache ich das gerade. Ich würde dann jetzt eben noch eine Karte ziehen. Hagen, bitte, Hagen. Hagen, das Herz der Karten und so. Das Waffnir! Yes. Ja, ich stehe dann wirklich da. Ich stecke das in das Ding und dann greife ich diesen Topf. Und die kommen ja auch gerade näher auf uns zu. Und du sagst ja nur, wer wirf, ne? Ja, wenn da, also je nachdem, wie nah die schon dran sind,
packe ich das Ding, mir ist auch gerade egal, ob das Ding brennt, ich greife wirklich an diese Henkel davon, die wahrscheinlich auch ziemlich heiß sein werden. Und ich habe zum Glück Handschuhe an, das ist aber trotzdem unfassbar heiß, ist mir gerade total egal, wirklich. Augen sind weit geöffnet und wahrscheinlich fängt mein Bart auch so leichte Funken ab und das versenken sich etwas. Greif das Ding, heb das hoch und dann gucke ich, wo ich irgendwie, also wo gerade dieses nächste Wesen irgendwie vor uns steht und dann fliegt dieser Kessel. Ja, was macht der Kessel mit dem Wesen? Also es gibt auf jeden Fall eine richtig große Stichflamme da, wo das aufkommt. Mhm. Ja, man sieht ja so, wie diese Flammen an diesem Eis herumzüngeln. Teilweise gefrieren die Flammenzungen, teilweise aber brennen die sich in den Körper der Gestalt ein, die auf jeden Fall auch wieder dieses hohe Kreischen von sich gibt. Und versucht irgendwie so, irgendwie diese Flüssigkeit irgendwie von sich wegzureiben und kriegt dann aber nur auf den Armen auch noch diese Flammen ab. Irgendwo ist es dann so eine Mischung aus erfrorenem Feuer und richtigem Feuer. Und so torkelt die Gestalt weiter auf euch zu. Sylja. Mal eine Karte. Ja, ich bin ja gerade dabei, Wetterich zu verarzten. Jedenfalls versuche ich das und habe ihn erstmal gelöscht und er liegt da wahrscheinlich unter mir und jammert und weil er ja auch Verbrennungen hat und weint und ich auch und ich versuche das wieder mit dem Hexenspeichel und dann so und es passiert einfach nichts. Er wird einfach immer panischer und ich dadurch auch und. Und ja. Man kann jetzt sehen, wenn du Panik wirklich bekommst, und Betterich ja wahrscheinlich auch, wenn er brennt, dass du so leichte, sich so Linien ziehen, wie so ein leichter Wind-Eishauch, der sich so aus eurem Körper rauslöst und auf die Figuren zuschwebt. Als würden sie irgendwie eure Panik irgendwie abziehen oder sich davon ernähren oder so. Bist gemutet. Vater Bran hat das Ding vor sich halt halb eingeschmolzen. So irgendwie da hängt der Körper so auf der Hälfte nach unten weg, weil du die Mitte weggeschmolzen hast und es bewegt sich aber dennoch weiter nach vorne. Geht jetzt sicher, ist meine Karte. Boah, kann man schon was mitmachen? Ja, ich überlege. Okay. So Bran reißt das Schwert hoch, von dem wieder goldenes Licht ausgeht. So, wo war's? Das ist gut. Branibor, hoher Drache Alvarans, steh uns bei, beschirme unsere Herzen, erfülle sie mit eherner Kraft, lass nicht zu, dass dieses gotterlästerliche Gezücht uns mit Zweifeln eindeckt, uns zaghaft werden lässt, uns Angst und Bange werden lässt, im Angesicht deiner Größe, o Herr Praios, gibt es kein Zaudern, kein Zagen, keine Angst. Ihr seid meine Schutzbefohlen und ich werde auf euch aufpassen, von jetzt an bis zum letzten Atemzug. Verzagt nicht und spürt die Zuversicht des Herrn aller Herren. Spürt die Zuversicht der gleißenden Sonne. Ich würde halt quasi versuchen, jedwede Panik, Angst und Hoffnungslosigkeit mit gleißendem Licht zu vertreiben und der Zuversicht meiner Stimme. Es wird hell auf dem kleinen Weg und tatsächlich irgendwie die aufkommende Panik wird unterdrückt und weicht einer Zuversicht, die eigentlich gerade nicht angebracht wäre. Aber es ist hell und man kann alles genau sehen und ja.
Es ist zumindest besser, als nur im Flackelschein diese merkwürdigen Schattengestalten zu erkennen. Sie wirken jetzt auch nicht mehr wirklich furchteinflößend. Ja, vielleicht schon, ja, irgendwie, also, ja, aber schon noch furchteinflößend, aber jetzt nicht mehr Panik generierend und ja. Ja. Gut, Betterich, der brennende Betterich. Ja, mal gucken. Ah, Weisheit. Ui. Seine Karte. Und Wegware. Also. Ich wüsste, was ich damit mache, aber ich bin gespannt. Ich weiß nicht. Ich werde wohl, also die Flammen werden ja wohl inzwischen aus sein. Und durch. Wenn du sagst, sie sind aus, dann sind sie aus. Okay. Kannst du dann beschreiben, wie du sie ausmachst und dann. Ja. Also ich habe mich halt geistesgegenwärtig mal in den Schnee geworfen und versuche, mich ein bisschen herumzudrehen, während Silvia ihr noch versucht, mich mit der Decke zu löschen. Und als das dann geklappt hat, spüre ich dann neben mir wieder den Speer, der mir in die Hand gedrückt worden ist. Und ich habe inzwischen so viel Adrenalin und auch Vater Brans Rede hat mir so viel Angst genommen, dass mir gerade die Brandblasen, was weiß ich, was da alles gerade ist, vollkommen egal ist. Versuche mich irgendwie wieder aufzustellen und versuche den Speer zu nehmen und versuche irgendwie die Flammen zu erreichen, um die Spitze des Speeres anzuzünden. Und als dann eine Stichflamme vom Speer ausgeht, schwenke ich das Ding nicht wie man einen Speer werfen würde, sondern eher wie so eine Keule und stelle mich so einem dieser Typen entgegen. Ja. Welchem, den Typen, den Vater Bran so in zwei Hälften fast getrennt hat, der aber immer noch läuft, oder einem anderen? Ich würde, nachdem ich denke, dass Vater Bran den da ganz gut in Schach halten kann, einem anderen. Dann gäbe noch der den Basco eben mit dem Zeug überkippt hat. Das fände ich eine gute Sache, ja. Okay. Gut. Buchtelst dann mit diesem brennenden Speer vor dem rum. Was macht Basco? Eine gute Frage. Basco hat seine großen Pläne schon umgesetzt. Ach du meine Güte. Oh Gott. Eigensinn nicht. Ich gehe dann mal. Oh nee, das war ganz nett, ne? Aber soll gehen, wenn es am schönsten ist. Sagen wir mal so. Okay. Scheiße. Achtet gerade irgendwer eigentlich auf mich? Relativ praktische Frage. Ich glaube nicht. Nee, super. Ich habe mich ja zur Seite geschmissen. Ach doch, ich hatte versucht, Vater Bran aus dem Weg zu hieven. Mhm. Wo ich nicht so genau weiß. Wahrscheinlich hat das nicht funktioniert, weil ich du wirst wahrscheinlich von diesem gleißenden Licht irgendwie überrascht. Wahrscheinlich. Ja, ich liege gerade auf dem Boden. Ich werde einfach nur tatsächlich zurückrobben. Also auf allen Vieren mich so zurückschieben. Und während ich bemerke, dass alle um mich herum total in Licht stehen und kämpfen und Held in den Haft aussehen, kriege ich auf den Boden rum und meine Welt ist einfach nur furchterregend. Ich versuche wenigstens zu meinem guten alten Mantel zu kommen und wimmer leise vor mich hin. Du siehst, wie einer von diesen Wolken aus Wind, Eishauch irgendwie von Cilia und Betterich ausgegangen waren, so an dir vorbeischweben, an deinem Kopf vorbeischweben. Du drehst dann kurz den Kopf und siehst dann die Gestalt, die hinter dir steht und gerade so die Hand erhoben hat. Und so ganz kurz über deinen Kopf hinweg huscht mit der Klaue, weil du dich gerade wegziehst. Nein! Siehst dann, wie dieser Hauch halt in den Körper eindringt und einen neuen Eissplitter generiert, der dann irgendwie sich manifestiert und quasi, ja, einen zusätzlichen, ja, so eine rüstungsartigen Zahn auf der Brust bildet. Ja.
Ja, und steht halt jetzt direkt an Basco dran. Die Gestalt, die so in zwei Hälften gebrochen war, steht jetzt auch direkt vor Vater Bran. Kann sich aber kaum bewegen, sehr, sehr ungelenk. Und die Gestalt, die Basco mit der Flüssigkeit überzogen hat, ist ebenso ziemlich ungelenk. Da ist irgendwie der eine Arm fällt dann gerade ab, weil er irgendwie abgeschmolzen ist und bleibt irgendwie so zuckend auf dem Boden liegen. Und mit dem anderen Hand versucht er so nach Betterich zu greifen, der aber mit dem Stab irgendwie so vor sich her fuchtelt und den Arm irgendwie auf Abstand hält. Und Hagen und Sylja können dann auch erkennen, dass noch zwei Gestalten irgendwie so auf sie zudrängen und aber noch nicht ganz angekommen sind. Und dann ist Hagen wieder dran. Ich würde mal die Karte von vorhin jetzt mal generell für die ganze Situation nehmen. Und ich höre auch das Schreien von Basco. Dann eigentlich bin ich gerade so richtig, also auch ich atme so ganz tief durch die Nase. Basco! Und dann erscheine ich kurz vor mir, dann die Kreatur, die gerade mit den Klauen so ausgeholt hat. Und dann habe ich schon in der Zwischenzeit nochmal meine Hand nach hinten in den Köcher, ziehe da so ein Pfeil eben raus und wirklich so, also fest, wie es nur geht. Also dass der Bogen bei der Birst, würde ich jetzt auf diese Kreatur über, die da so über Basco quasi lehnt jetzt. Hat er gerade diesen Schwinger gemacht. Ne? Mhm. Und ich hoffe halt, dass die Wucht das irgendwie zumindest nach hinten treibt, dass der da wegkommen kann. Dann der Pfeil schlägt vielleicht sogar in den Kopf von dieser Gestalt ein und bricht so ein Eiskristall irgendwie aus der Stirn ab, der irgendwie neben Basco zu Boden fällt. Und die Gestalt kommt außer Tritt. Und ich finde es gerade sehr cool, dass Hagen Basco, den er nicht leiden kann, als erstes rettet. Er gehört trotzdem dazu. Aber ich find's geil. Ja. Das passt sehr gut, ja. Und kommt irgendwie außer Tritt und kippt jetzt nicht vornüber oder so, aber ansonsten hätte er wahrscheinlich sofort wieder ausgeholt und das kann er jetzt gerade nicht. Gleich. Greift sich so an den Pfeil. Ich rufe dann auch in die Richtung, kommt zu uns! Dann drehe ich mich wieder zu meinem Gegenüber eigentlich um. Sylja. Ja, ich werde mal eine Karte ziehen und gucken mal, was passiert. Machst du nochmal? Das ist die Deckkarte nochmal. Ja. Ja. Es ist halt so, ich sehe diese Kreaturen, die auf uns zukommen und es ist auch Zerstörung ein Angebot. Ja. Und dann sehe ich mich um und hat dieser Magier, der da als Statue steht, vielleicht einen Zauberstab dabei? Der hat an seinem Gürtel geschnallt so einen ganz kurzen Stab, ja. So einen ganz kurzen Stab. Ja, so ein Harry Potter Zauberstab, ja. Das reicht, er ist damit immer noch unzerstörbar, ist ein Zauberstab. Und dann würde ich den rausnehmen aus seiner Tasche und dann gucke ich zu einer der Figuren, die gerade auf uns zuläuft, die jetzt noch unbeheuerlich sind, und dann bist du ein Stück Holz. Tu was für deinen Wachs. Und dann werfe ich den und schreie ganz laut sowas wie vielleicht was wie Radau klingt und dann fängt dieser Zauberstab hoffentlich an, ja, auf diese Kreatur rumzuprügeln. Ja, dieser so lange Stab fliegt irgendwie rüber. Ich sag einfach mal, der fliegt irgendwie an dem. Welche Gestalt hast du genommen? Also, das sind ja welche, die gerade auf uns zulaufen, die noch niemand bemerkt hat. Ja, der Stab schwirrt so um die Gestalt rum und knüppelt auf sie ein und bricht etliche von diesen Eissplittern ab. Und die Gestalt schlägt nach dem Stab, der war viel zu schnell, immer um den rumkreist. Und der macht halt die ganze Zeit jetzt irgendwie sowas. Und irgendwie der Stab nach einer Weile hat dann irgendwie schon fast alle von diesen Splittern irgendwie abgeschlagen, weil die hängen ja vor. Und Vater Bran ist drin. Ich würde jetzt noch mal eine Karte ziehen, weil ich schon eine Idee habe. Mal gucken, ob das so funktionieren würde. Schön. Wer weiß?
Ja, das passt. Das passt wie Arsch auf Eimer. Ich bin gespannt. Er hat ja dann diesen Mut, ich sag's mal, diese Mutsteigerung gemacht, zuvor halt den Bannstrahl. Er wollte gerade seine Hand ausstrecken, weil ihm was eingefallen ist, Richtung Hagen, um die Pfeile zu weihen. Dann fällt ihm ein, was einer seiner Lehrmeister gesagt hat, dass man diesen zerschmetternden Bandstrahl, dass der sehr stark an den Kräften zieht und der seit mehr als 10 Jahren keine Liturgie mehr gewirkt hat. Und Bran spürt, wie ihm schwindlig wird, ihm die Knie weich werden und er auf den Boden sackt und schwer keucht. Mhm. Also Anstrengung verzerrt das ganze Gesicht und so 2-3 Blutstropfen so fallen aus seiner Nase. Okay. Machst du sonst noch? Das ist das, was du beschreiben willst? Das war's. Okay. Das war's, ja. Betterich. Jo, dann ich würde auch, glaube ich, noch mal eine Karte ziehen. Bitte. Das ist okay. Wiederhole mich, das ist Zerstörung. Ja, ich stehe da vor diesem einen Kerl, der ja vor der ganzen Flüssigkeit übersät ist und deswegen ein wenig langsamer ist und wahrscheinlich auch nicht so gut ausweichen kann, denke ich mal. Und Betterich ist, haben wir ja schon festgestellt, ist ja vielleicht ein bisschen kindisch, aber nicht unbedingt dumm. Und nimmt seinen Speerstab, Flammen, was weiß ich, was das inzwischen ist, und wirbelt den einmal so über den Kopf und versucht, den Kerl an dem Kopf zu treffen. Ja, schaffst du das auch? Ich denke ja. Dann ist der brennende Speer einmal so, brennt sich so ein, brennt ein dickes Loch in den Kopf der Gestalt. Gibt noch ein zischendes Geräusch und die sinkt auf die Knie. Basco. Ja, dann, was, über dir was stehen, kann schiefgehen, ja? Über dir stehen die Gestalt mit dem Pfeil im Kopf. Gut, dass ich das nicht gezogen habe. Hey, verbrennen! Das war genau Baskos Ding. Ja, zügellose Magie auch, ey, alles. Ich glaube, ich überwache diese reinnehmen. Situation. Gewalt! Unreife Gewalt! Diktatur! Fesseln! Mich selber! Boah, mir gehen echt die Ideen aus. Ich habe jetzt genau vor mir eins von diesen Wesen, richtig? Ja. Cool. Hat er eben nach dir geschlagen. Das ist ja klasse. Ja, das finde ich unfreundlich. Oh Gott. Dann... Dann würde ich mal, ich robbe immer noch nach hinten in die Dunkelheit rein. Hoffe, ehrlich gesagt, ich entferne mich gerade auch immer weiter von der Gruppe. Mhm. Und hoffe einfach, dass ich nicht irgendeinen Baum rein robbe. Ja. Willst du was für mich machen? Ich habe gerade keine Idee. Hast du eine gute Idee? Hast du eine gute Idee? Irgendwas? Hast du vielleicht noch irgendwie ein Fläschchen am Gürtel oder so, was du irgendwie werfen kannst? Ja, das denke ich auch gerade die ganze Zeit, aber das wäre jetzt halt auch schon kaputt, ne? Also egal, aus was das ist, ich habe ja nicht irgendwelche... Na gut, wenn es kaputt ist, ist es da kaputt, wo die Gestalt gerade steht. Das wäre halt in meinem Mantel drin, ne? Kannst du natürlich auch mit Gewalt versucht, das Ding umzureißen, weil das hat ja eh schon irgendwie den Halt verloren wegen dem Pfeil im Kopf. Ja, warum nicht? Weißt du, Starrsinn, alles geht zugrunde, warum nicht? Nein, du denkst an den mutmachende Licht. Vielleicht traut sich Basco was er sonst nicht machen würde. Ja, das tut er gerade schon die ganze Zeit.
ja, dann hört ihr jetzt einfach nur von aus meiner Richtung heraus ein lautes Schreien. Und ich rappel mich auf und versuche mich mit meinen grandiosen 1,64 gegen diese Kriatur gegenzuschleudern. Wie gesagt, die hatte ja, den Stand. Nicht so, sondern einfach nur so. Und ich versuche wirklich, als ob ich so eine Tür einrammen würde. Die hatte ja den Stand verloren. Hm? Ja, genau, richtig. Hier komme ich. Eine Einreißkugel. Genau, Basco gibt dem Ganzen noch einen dynamischen Prozess in die andere Richtung. Sehr gut. Auch, glaube ich, das Einzige, was ich tue. Und tackelt die Eisgestalt quasi zu Boden und rollt dann von ihr runter und kriegt dann wahrscheinlich von ihr weg oder so, wenn das die erste. Ich muss mal kurz noch eine zweite Karte ziehen, weil ich etwas überprüfen muss, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich es gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich Hacho anhabe. Okay. Wenn du es durch die Karte machen willst, das heißt, ich habe keine Ahnung. Hey! Es tut mir leid, dass das jetzt nicht irgendwie anders hat, der eine wirklich gute Aktion dafür hat. Aber ich habe Handschuhe an. und schlag vielleicht nur einmal, weil die Karte war umgedreht. Also ne, ich schlag schon irgendwie mit dem Gesicht, komme ich schon gegen, während ich so mit dem Kopf. Aber genau. Es ist so leicht, diese eisigen Verbrennungsmale kommen irgendwie auf der Backe von Basco schon zur Wirkung. Aber du hast ihn halt umgerissen und robbst dann jetzt wahrscheinlich durch den Schnee von dem Ding weg. Ich robbe weg und aber stelle fest, dass ich ja tatsächlich meinen Knüppel dabei hatte. Und da das jetzt gerade funktioniert hat, weiß ich auf jeden Fall, was ich als nächstes mache, ja, wenn ich da wieder dran bin. Aber ich nehme den Knüppel und Man sieht, wie die Gestalt, die von dem verzauberten Magierstab irgendwie drangsaliert wird, auch in die Knie geht und mit vorne in den Schnee kippt. Die Gestalt bei Betterich irgendwie beginnt sich auch aufzulösen. Und die eine Gestalt, die bei Hagen noch irgendwie war, versucht ihn anzugreifen und greift so nach Hagen und merkt so wie so ein spitze, eisige Kristallklauen irgendwie durch das Leder seine Jacke schneiden und die so einen eisigen Schmerz irgendwie auf dem Schussarm hinterlassen. Vater Bran ist auf dem Boden gekniet und da ist ja diese halb kaputte Gestalt, die sich jetzt so mit dem kompletten Körper einmal so dreht und quasi mit dem Oberkörper nach Vater Bran schlägt, weil der Oberkörper aber mit Eiskristallen übersät ist, ist das ziemliche Spitz, was der Vater Bran da abbekommt. Und deswegen sieht man auch bei Vater Bran jetzt nicht nur die blutende Nase, sondern auch etliche kleine Eiskristalle, wie sie sich durch seine Büßergrobe und die Jacke, die er trägt, durchgebohrt haben und das Ganze ein bisschen mit rötlicher Farbe sich füllt. Ja. Hagen. Ja, ich ziehe meine Karte. Das kann schon. Na, mal! Ja, das wird so aussehen. Ich stelle mir das auch wirklich so vor, dass diese kristallenen Klauen sich gerade wahrscheinlich auch so in meine Seite geschlagen haben. Und eigentlich spüre ich gerade in mir so eine richtige Wut, aber gleichzeitig mischt sich diese Wut mit so Panik und Angst und allem. Das ist wirklich so ein, wie jemand, der, ich habe gerade, also Hagen hat gerade Angst um sein Leben und probiert gerade mit so einer blanken Faust, wo der Handschuh auch gerade halt irgendwie abgezogen ist, also ich würde die wahrscheinlich auch nicht einhaben, weil ich muss ja irgendwie die Bogen halten können und probiere einfach gerade, wobei das natürlich recht irrsinnig ist, halt mit meiner blanken Faust gegen dieses Ding einzuschlagen, aber ich merke halt gleichzeitig, dass dieser Stich in meiner Seite mir halt die ganzen Kräfte raubt und ich und das wird halt irgendwann zu so einem verzweifelten so, geh weg, geh weg, geh weg, aber es bringt halt nichts. Und ich probiere mich irgendwie gegen dieses Wesen zu stemmen, aber das wird mich einfach beiseite schieben oder zurückdrängen. Ja, wenn es dich schiebt, dann wirst du noch mehr von diesen eisigen
Kristallscherben werden sich auch in deinen Körper reintreiben. Ja. Cilia. Irgendwie Hagen und Vater Bran sehen gerade nicht so gut aus. Basku versucht, in die Dunkelheit zu entkommen und Betterich ist der Einzige, der heldenhaft neben dem Magierstab sich gegen die Kreaturen stemmt. Ja, so Magierstab ist schon total toll. Ich glaube, ich werde ihn behalten. Schauen wir mal, was die Karten uns sagen. Oh, das sieht doch sehr schön aus. Ja. Dann würde ich jetzt tatsächlich zu Pater Bran rübergehen und der da quasi am Boden ist und ihm meine Hand auf die Schulter legen, eine Hand aufs Herz legen und ich weiß, er wird mich dafür wahrscheinlich am liebsten auf den Scheiterhaufen packen, aber er wird von mir einen Balsam Salabunde bekommen und dann werde ich das wirken, ohne es auszusprechen und dann werde ich aber was ich zu ihm sagen werde, ist, Vater, ihr tragt das Licht des Parias an euch. Ihr müsst es verteilen. Ihr seid jetzt unsere einzige Waffe dagegen. Alles, was wir jetzt haben, seid ihr. Die Splitter, die in Vater Brans Körper gesteckt haben, diese großen, breiten Splitter, die am Oberkörper eigentlich mal gehangen haben von dieser Gestalt, werden von diesem Zauber, der das Fleisch ja heilt, nach außen weggedrückt, fallen mit einem komischen hohen Klirren irgendwie auf den Boden. Warum es klirrt, ist unklar, weil es eigentlich Schnee auf dem Boden, aber es klirrt halt trotzdem irgendwie und auf dem Boden zerbrechen sie in viele kleine Eiskristalle. Aber Vater Brans Wunden sind geheilt und er ist dran. Wird es interessant, glaube ich. Ich habe mehrere Ideen. Na? Romantik. Danke, Silja. Man könnte Ausstrahlung auch anders interpretieren, glaube ich. Ich bin jetzt aber für Freizügigkeit. Also, das ist der Moment. Ist doch der perfekte Kussszene. Ist der perfekte Moment für den alten geifernden Naiassiger. Oh, bitte. Wenig Stimulation für die Viecher? Wir sind schon kurz vor Mitternacht, wir können solche Witze machen, meinst du, ja? Tanz. Nicht Beweglichkeit. Warum nicht? Plot Twist, Pferde. Es gibt ein dämonisches Nagrach-Pferd. Aber ich glaube, das wäre jetzt kontraproduktiv. Bran lächelt Sylla dankbar an, zieht sich hoch. Und ja, das passt sehr gut. Greift dann in den Beutel, den er bei sich trägt, den er völlig vergessen hatte. Und fängt, das wird ein bisschen völlig aus der Luft gegriffen, ein heiteres Lied an zu singen. Eins aus der Gegend hier, was also alle kennen, was so häufig gesungen wird, vielleicht aus Kindertagen oder so, also ein heiteres, munteres Lied, während er dann die Hand öffnet und über so mit so einer fließenden Bewegung so über alle drüber, also mit beiden Händen dann, den Bandstaub wirft. Ja, also über Cilia und dich, oder was? So in die Luft, das ist so ein bisschen... Generell wie, in die Luft. So wie Glitter, würde man halt sagen, runterfällt, oder wie Feenstaub, weil es auch glitzert. Mhm, ja. Und dabei halt dieses alte, fröhliche Kinderlied anstimmen. Ja.
Es glitzert um euch herum und ein aufmunterndes Kinderlied wird angestimmt. Als der Staub die Gestalt irgendwie vor dir trifft, die da irgendwie dich gerade irgendwie beginnt sie einmal komplett, also es wird die letzte Verbindung zwischen Torso und Unterkörper abgetrennt und sie verfällt in zwei Teile und fängt an zu zerfließen. Und Betterich ist dran. Gut, dann nehme ich jetzt auch noch mal eine Karte. Zaubern ist übrigens jetzt nicht mehr, denke ich. Okay, gut zu wissen. Allerdings auch nicht mehr für die Gegner. Haha! Okay. Das ist ja schon fast ein Super-Crit jetzt. Also gegen die Gegensache von Firun in Firun zu ziehen. Also ich hatte ja vorhin den Typen vor mir ja sozusagen eh schon kaputt gemacht. Hätte mich also ja. Wahrscheinlich nach dem. Sind noch drei Gegner da: einer bei Hagen, einer bei Basco und noch einer, der eigentlich unbeteiligt war, der ein bisschen abseits steht. Gut, wenn der ein bisschen abseits steht und noch nicht bei uns ist, werde ich wahrscheinlich erstmal nach meinen Leuten geguckt haben. Das Basco werde ich wahrscheinlich eher nicht gesehen haben, weil ich war ja weiter vorne bei Vater Bran und Co. Und er ist ein bisschen nach hinten gegangen. Also werde ich wahrscheinlich eher Hagen, mein Gesicht wird bei Hagen stehen bleiben. Und erinnere mich, dass ich ja noch in meinem Gürtel noch ein Messer habe zur Not und nehme diesen Speer und benutze den das erste Mal, glaube ich, in dieser Runde wirklich als Speer und werf den dann so gegen die sehr Firunsmäßig, jawohl. Und wirf das gegen den Typen, der gerade Hagen Probleme macht und treffe ihn auch. Ja, Hagen war ja in schwerer Bedrängnis, hatten wir ja gerade festgestellt. Und gerade als Hagen die Pranke vor seinem Gesicht sieht und er es schon mit den Göttern selbst abgeschlossen hat und Golgarichs Schwingen schon zu hören glaubt, merkst du, wie ein Ruck durch deinen Gegner geht und er zur Seite weggerissen wird. Und als du die Augen wieder aufmachst, siehst du, wie diese Gestalt mit diesem Speer in der Brust auf dem Boden liegt. Und dann irgendwie sich da dran so hochzieht. Du hörst wahrscheinlich Betterich gerade dir entgegenschreien. Du bist vielleicht alt, aber dein Tag ist heute noch nicht gekommen, alter Mann. Ja, wenn das Ding gerade so zur Seite sackt, dann wird das ja auch die Klauen aus meinem Körper ziehen und ich sack trotzdem erstmal so auf meine Knie. Ja. Basco ist aber zuvor dir noch mal mit im Handlungsinbegriffen. Ich kann kaum erwarten, was ich jetzt sehe. Ich hasse mein Leben. Chaos! Tu es! Aber tu es! Zerstörung! Awesome! Eieieiei! Ich habe viel zu viele schlimme Ideen, ey. Ja, man kann alles und nichts machen, das ist das Schöne daran. Genau. Vor mir liegt jetzt dieses Wesen auf dem Boden. Das ist korrekt, richtig? Mhm. Ich will kurz alles durchgehen. Aber ich glaube, ich werde einfach tatsächlich das durchziehen, was ich eh schon mache. Das heißt, für mich gibt es mittlerweile nichts mehr um mich herum. Sondern nur Dunkelheit, dieses merkwürdige Blaue, diese Dunkelheit, die durchzogen ist von diesem blauen Leuchten und dieses Wesen vor mir. Das und eben den Knüppel, den ich dabei habe. Und das heißt, ich falle eigentlich mehr, als dass ich jetzt laufe. Ne? Also ich bin nach hinten gerobbt, habe den Knüppel gesucht, habe mich aufgerafft, bin aufgestanden und falle jetzt aber eher in Richtung dieses Wesens, als dass ich laufen würde und fange an, einfach nur noch auf dieses Wesen einzudreschen. Allerdings denke ich auch, dass erstens, dass dem Wesen nicht allzu sehr viel, ich will dir nicht zu viel wegnehmen, allzu sehr viel ausmacht, aber vor allem, weil die Karte umgedreht ist, bemerke ich gar nicht, dass das Wesen sich langsam zu mir zieht. Also mir langsam näher kommt.
Und genau, ich bin also nicht mehr, ich bin nicht mehr anwesend, sondern ich bin nur noch am Schreien und genau. Es ist ein großes Chaos, irgendwie dieses auf dem Boden liegende Wesen, was um sich schlägt und Basco, der um sich prügelt wie und auf das Ding eindrischt. Dann der Zauberstab, der immer ja noch herumradaut und irgendwie auch noch mal auf Basco und auf das Wesen drauf rumprügelt. Das heißt, es ist so ein großer Ball aus Zauberstab, Basco und dem Wesen, die sich gegenseitig, man kann nicht genau erkennen, was wer wo ist. Es ist totales Chaos. Ja, genau. Und das Wesen mit dem durch das vom Speer durchbohrte von bei Hagen versucht den Speer so zu durchbrechen, schafft es aber irgendwie nicht und versucht sich irgendwie so wie diese Szene aus dem Herrn der Ringe, wo der Ork sich irgendwie so näher zieht, so zieht er sich jetzt halt an diesem Speer wieder in eine aufrechte Position hoch. Während die letzte, noch bis jetzt unbeteiligte Gestalt irgendwie eine große Bewegung macht. Die stand ja abseits, ist deswegen auch nicht in dem Regen des Bandstaubs gewesen. Und sich diese Nebel, diese schimmernden Nebel um ihn herum zu materialisieren beginnen. Langsam und zu einem Eiskristallsäule werden und der Anstalten macht, die zu schmeißen. Und Hagen ist dran. Ja, ich ziehe meine Karte. Kann ja nur besser werden. Nicht. Hättest du mal nichts gesagt vorher. Ich interpretiere das mal so. Gefahr finde ich ist nämlich ein guter Punkt, denn also ich habe halt nur noch einen Blick für eine Sache und das ist halt dieses Wesen, was sich gerade so an diesem Speer so hochzieht zu mir. Ja. Und ich stehe gerade noch im Knie und ich würde mich wirklich so mit einer letzten Kraft so nach oben ziehen und dann merke ich so, dass die Seite halt so sticht und so brennt gerade, aber ich würde nochmal mit meiner letzten Kraft das Ding, also das hier gerade an diesem Speer hochzieht, mit so einem gezielten Tritt die Gefahr wirklich so bam, unten ziehen, dann diesen Speer raus, also aus dieser Kreatur rausziehen, aber dann sticht da so, ja, was jetzt? Weil dieser andere, ne, dieser Nebel, ich sehe den ja auch wahrscheinlich so umwabern und es wird kalt, kälter als zuvor und dann zögere ich halt irgendwie noch den letzten Schlag wahrscheinlich anzusetzen. Du bist wieder gemutet? Hast aber den Speer noch in der Hand und hast halt das Wesen halt auf den Boden gedrückt wieder und Sylia ist dran. Merkst du ein ganz merkwürdiges Kribbeln auf der Haut von dem Bandstaub, der dich trifft? Ja, und bevor ich eine Karte ziehe, mache ich eine andere Aktion. Ich trete dem dem Vater Bran vors Schienbein mit aller Kraft. Ihr seid ein verdammter Idiot! Dann ziehe ich eine Karte und okay, das passt ja auch sogar dazu, ne? Ja, so. Man sieht vielleicht kurz, wie dieser Knüppel aus diesem Chaosball sich so kurz zurückzieht, sich so, so Richtung Bran, so, aber dann doch wieder sich entscheidet, wieder zurück in den Brei. Ja. Also. Ja, also mehr mache ich dann auch erstmal nicht, weil ich habe keine Waffe dabei, ich bin meiner Fähigkeiten beraubt, ich beschütze einfach nur den Hasen. Ja, der Chat fordert schon, dass du den Killerhasen loslassen sollst. Oder? Ja, aber der ist ja auch jetzt magisch nicht mehr. Ja. Pater Bran, der Kinderlieder singende Hexenschreck. Ja. Jetzt wird's unterhaltsam. Mm-hmm.
Das ist schön. Findest du, es ist eine lustige Situation, die durch die Karten zustande kommt? Eieieiei. Okay. Jetzt Zorn wird gefordert. Den hatte ich aber, glaube ich, nicht aufgeschrieben. Ne? Nee, den hatte ich nicht aufgeschrieben. Weil jetzt, der wäre zu heftig. Ich weiß nicht, was du meinst. Es gibt da so eine Liturgie, aber... Na gut, eine Liturgie würde jetzt auch was länger dauern, ne? Ja. Ja, das passt aber wunderbar. Dann... ja, dieser Tritt aus irgendeinem Grund scheint dir irgendwas in die Wacht zu rufen. Kurz gucken. Und in Brans Augen flammt etwas lang Vergessenes auf. Und zwar die rasende Wut des Bannstrahlers, wieder alle Magie und wieder alles Außersphärische. Und wie ein wie ein fast schon ein tollwütiges Tier wird der Sylhaz zur Seite stoßen, und zwar sehr grob. Und dann auf dieses Ding zurennen, was dieses Eis Dingen gerade macht. Das Geschoss, ja. Als die stärkste Quelle gerade ausmacht. Und wie wahnsinnig mit beiden Waffen brüllend darauf einhacken und dabei nicht darauf achtend, ob er selber getroffen wird. Ich würde mal sagen, das Ding lässt kurz bevor du da bist, das Geschoss los. Das trifft dich auch, aber du nimmst es halt kurz, nimmst es in der Raserei, die du gerade hast, nicht wahr? Und man sieht auch, wo man schon diesen Chaosball bei Vasco hat, das ist jetzt weniger ein Chaosball als eher so ein Splittern von Eissplittern, die irgendwie durch die Gegend fliegen. Scharfe, eisige Splitter, die in alle möglichen Richtungen abspringen, als Vater Bran mit den beiden Waffen gegen das Ding auf das Ding eindrischt. Und Bitterich ist dran. Okay, bevor ich jetzt eine Karte ziehe, würde ich gerne wissen, wie weit ist denn das Ding, wo Vater Bran gerade drauf rennt, von mir auch entfernt? Kannst jetzt hinrennen und mal was machen, ja. Okay. Noch ein Chaosball! Eich! Heide Witzke. Magie war ja weg, ne? Dementsprechend ja. Kann ich... Zumindest da, wo du startest. Da, wo ich starte. Deswegen ist der Hase auch gerade ein normaler Hase. Ja. Da muss ich mir jetzt echt was überlegen. Ich kann ja einen Tipp, die anderen können ja auch mit überlegen, aber ich hätte einen Tipp, wenn du mal so Gebrechlichkeit und Alter nimmt und könntest du versuchen loszusporten, so schnell wie du das halt letztes Mal auch gemacht hast. Und okay. Halt stolpern oder sowas und dann halt hier irgendwie so ein Knochenbruch oder sowas zuziehen. Okay. Ja, warum nicht? Ja, ich glaube dann... Oder ausgekugeltes Gelenk oder so. Ja. Also ich renne los, möchte Vater Bran... ich sehe halt, dass Vater Bran ein bisschen... nicht ganz geistesgegenwärtig da auf dieses Ding da einschlägt. Und ich mache mir dann sozusagen als das Ziehkind ja doch ein bisschen Sorgen um den alten Herrn und versuche dahin zu spurten. Und wahrscheinlich ist da ein Stein oder ein fester Eisklotzen oder was weiß ich unter einem Schnee begraben. Mich legt es die Länge lang einfach mal hin. Ich bin halt sehr schlaksig und sehr dünn. Und während...
also als ich auf dem Boden aufkomme, hört man das eindeutig sehr stark knacksen, und zwar von meinem Oberkörper her. Da wird wohl die ein oder andere Rippe nicht mehr ganz intakt sein. Vielleicht schlittert er auch so auf der Schneedecke in diesen Chaosball rein. Ja. Das 3 macht 4. Ja. Schön. Ja, Basco, Chaosball hämmert auf dieses Ding ein. Ja, wie wär's, wenn ich passe? Kannst du auch ganz weiter draufhauen. Du musst auch keine Karte ziehen. Du kannst auch, wenn du eine coole Idee hast, das so beschreiben. Also, du bist nicht gezwungen, eine Karte. Oh, dreimal in der Session jetzt. Das hatte ich noch nie. Ich wollte gerade fragen, wie oft der diesmal kam. Ja, ich hab eine Idee, weil ich das ja schon auch mir gedacht habe, dass das passieren wird. Also, Kinder wie folgt. Ich habe ja angefangen, auf dieses Ding vor mir, auf dieses Wesen einzuprügeln. Da hatte ich noch einen Knüppel. Der ist mir allerdings weggerutscht. Und in einfach vor mir oder irgendwo hin, also der trifft auch keinen oder so. Und ein Splitter verfängt sich in meinen, also oder dieser Knüppel ist aus Holz und so leicht gesplittert unten. Und dieser Splitter ist in die Handschuhe gefahren quasi. Und das heißt, ich habe meine Handschuhe auch verloren, während der Knüppel weggefallen ist. Und da ich ja schon erwähnt habe, dass ich nichts mehr sehe, außer dieses Wesen vor mir und mich selber, fange ich jetzt an, wiederholt mit meiner bloßen Hand einfach nur noch auf das Wesen vor mir einzuschlagen. Ja, und den Schmerz der Erfrierungen ignorierend, ja. Ja, vielleicht kriege ich das auch schon gar nicht mehr mit, weil ich ja auch sehr viel anderes nicht mehr mitbekomme. Genau. Ja. Ja, dann würde ich das auch so beschreiben, irgendwie gerade, dass das Wesen sich natürlich gegen Basco wehrt hat, natürlich auch noch den Stab abzuwehren, der allerdings jetzt auch nicht mehr so stark ist, wo Sylia sich nicht mehr mit Magie oder es nicht mehr mit Magie unterfüttern kann. Und die Verzweiflung von Basco und die Panik und so, es zieht so diese Fäden aus Basco raus und überall auf den Wesen, wo du draufschlägst, entstehen neue Splitter und du treibst die Splitter selbst so in die Hände rein und so. Und irgendwann. Und es fängt auch jetzt, also meine Hand fängt auch richtig doll an zuzueisen. Und irgendwann fällt. Wie bei Betterich vorhin. Ne? Und irgendwann fällt Basco halt irgendwie zur Seite weg und man sieht, wie sich so ein leichter Eisfilm halt so von beginnt auf ihm auszubreiten. Und die Gestalt bei Vater Bran schlägt auch noch mal nach Bran. Und kannst du mal eine Karte ziehen, um die Gegenreaktion mal zu gucken? Perfekt. Ja, er würde das dann mit einem wütenden, zornigen Brüllen und begleitet von einem Lux-Triumphat parieren. Mhm. Und dann also theoretisch mit neuer Energie versuchen, dann wieder in einen Angriff überzugehen. Da werde ich dann gucken. Ja, ich würde sagen, doch der Gegenangriff kann durchaus dann auch gelingen. Und da das Wesen ja von deinen ersten Angriffen auch schon angeschwächt war, trennst du dem mit der heißen Klinge den Kopf vom Rumpf, der ein paar Meter weiter rollt und Bran dann irgendwann durchschnauft und dann erst den riesen Splitter entdeckt, der sich in seinen Wams gebohrt hat. Und diesmal halt durch Magie nicht mehr rausgeheilt werden kann. Zumindest so schnell nicht. Außerdem ist er viel größer als die anderen kleineren Splitter, die ihn vorher getroffen hatten. Ja, das ist sehr preisgefährlich, sich da selbst in die Scheiße zu reiten. So, einen Gegner habt ihr damit noch, nämlich den der Basco gerade mit Eis überzogen hat. Aber Hagen ist dran. Was ist denn mit dem vor mir? Der müsste doch auch noch da sein, oder? Den hatte ich ja vorhin nur so ein bisschen zu Boden getreten, aber der könnte. Also, ich hatte jetzt noch im Kopf, dass der immer noch nach mir schlägt.
Du bist gemutet. Den beim Boden hatte ich schon weggestrichen, aber ja, mach ruhig. Dementsprechend würde ich jetzt nochmal eine Karte. Oh. Ja, Rausch. Rausch ist super. Rausch würde ich nehmen. Ich habe ja vorhin ja extra nur beschrieben, dass ich diesen Speer extra rausgezogen habe, trete das Ding, ne, oder drücke das Ding mit meinem Bein nach unten und dann sieht man wirklich, ich achte auf nichts mehr und ich steche halt wirklich immer nur auf dieses Ding ein und ich und gleichzeitig durch diese Kralle, die sich in meine Seite gebohrt hat, spucke ich dabei auch wahrscheinlich Blut dabei und wirklich, aber ich achte auf gar nichts mehr. Ja. Dann vergeht dieses Wesen auch unter deinen Attacken und Sylia ist dran. Ja, also ich sehe, da ist noch ein Gegner. Ich sehe, da sind ganz viele verletzt und ja, das Einzige, was mir dazu jetzt einfällt, ist, ich durchsuche den Magier und gucke, ob der noch irgendwas Sinnvolles dabei hat, was ich jetzt eventuell noch gebrauchen könnte. Und ja. Schauen wir mal, was die Karte sagt. Schauen wir mal, was die Karte dazu sagt. Namenlose. Nee, Rondra. Ja, was kannst frei wählen. Ich würde sagen, ich würde dir was zugestehen, was du findest, was dir hilft. Überleg dir was. Oder die anderen können ja mit überlegen. Den Stab hast du mir schon geklaut. Ja. So ein Buch oder sowas wird dir nicht viel helfen. Ein Buch würde mir nicht helfen. Vielleicht sowas wie Einbärensaft. Ja, so ein Heiltrank, ja, genau. Mhm. Heiltrank, sowas in der Art. Ja. Schutz der Schwachen. Mhm. Ja. Ja. Genau. Dann hat er einen Heiltrank dabei gehabt, ja. Ja. Den nehme ich dann erstmal an mich und dann warte ich ab, was passiert. Zwei Heiltränke wird schon. Das übertreibst du mal nicht hier. Ja. Läufst du mit dem Heiltrank zu wem? Das ist eine sehr gute Frage. Wer ist denn Asko, Betterich oder Vater Bran? Die sind die drei Verletzten. Ja. Einer ist Familie, einer ist der Gewalt und einer ist der durchgeknallt. Ja, aber wenn ich mir das mit meinen medizinischen Kenntnissen angucke. Bei Basko ist aber auch noch die Gestalt. Also die, ne? Ja. Das ist vielleicht auch gefährlich. Das ist auch gefährlich, ja. So. Wobei aber Rondra natürlich Ehre und so, ne? Also. Und Basko ist aber auch derjenige, den es am schwersten erwischt hat momentan. Ja. Der schon halb erfroren ist. Deshalb gehe ich zu Basko. Und weil Basko auch sich auch ein bisschen mit Kräutern auskennt und was zaubern kann, was von innen wärmt. Ja, dann wie schaffst du das an diesem Kampf? Dämon vorbei, ihm den Trank einzuflößen? Ja, ich bin ja trotzdem auch ein bisschen wendig und dann ehrlich da wahrscheinlich auch ein bisschen zusammengekrümmt und ich gehe da halt so auf allen Vieren, ja, gehe an ihn ran, wahrscheinlich ist er da auch zitternd und dann drehe ich ihn halt ein bisschen zur Seite, halte sein Kinn so ein bisschen hoch, öffne den Mund, indem man halt, man weiß es ja, wenn man in die Wange reinsticht, irgendwann geht der Mund auf und flößt ihm dann halt den Trank ein. Ja, sei das Glück, dass der Kopf noch nicht eingefroren ist, deswegen kann er das auch noch so machen. Ja. Ziehst ihn wahrscheinlich im ersten Augenblick erstmal von dem Ding weg und dann flößt ihm den Heiltrank ein, der auch sofort seine Wirkung zeigt und Basko von innen wärmt. Nicht so stark wie sein Gebräu, aber dafür Schaden an die eisigen Verbrennungen beginnt zu heilen. Und Vater Bran struggelt mit dem großen Kristall in seiner Seite. Ja, da werde ich jetzt mal gucken, was er damit macht. Was mir? Ja, das habe ich befürchtet. Der steckt vorne drin oder in der So von vorne quer in der Seite. Also zwischen die Rippen. Er blickt auf
sieht, was vor sich geht, dass seine Schutzbefohlenen halt doch, aber noch immer tapfer kämpfen. Siehst vielleicht gerade, Sylia, wie sie Basco von diesem Wesen weggezogen hat und ihm irgendein Fläschchen in den Mund kippt. Betterich, der auf der Nase im Schnee liegt und irgendwie mit allen von allem, als wie so ein kleines Baby mit allen von allen Vieren so strampelt. Und Hagen, der irgendwie so in einem großen letzten Schwung eine der Kreaturen in nichts auflöst. Dem Speer, der ja immer noch brennt. Dank Baskos Elixier, was angezündet wurde. Wahrscheinlich fällt dir das Atmen ein bisschen schwer, ja, denke ich auch. Ja. Heiliger Gilborn, gib mir Kraft. Ich muss stark sein für sie, für alle. Und dann wird er sich quasi so die Affen in dem Moment erstmal fallen lassen. Und das Ding einfach rausreißen, also rausziehen und einen Märtyrersegen wirken. Dass er keine Schmerzen empfindet. Jo. Ja, den Splitter in der Lunge ignorierend und auf den letzten Gegner zustürmend. An Betterich vorbei, der was macht? Ja, Wie weit bin ich jetzt denn entfernt von Basco und KKG? Ja, wie gesagt, du kannst jetzt angreifen, wenn du das wolltest. Okay, Wahrscheinlich wehtun, weil du hast ja irgendwie gesagt, du hast dir wehgetan vorher. Erschöpfung. Zerbrechlich würde auch gehen. Ja. Nee, tatsächlich nehme ich was anderes. Ich nehme den Hass. Nicht Alter. Basco, das ist mein bester Freund. Naja, nicht Basco, er macht den Alkohol. Das sage ich doch, ist mein bester Freund. Betterich liegt ja gerade so auf seinem Bauch und beziehungsweise auf der Länge lag da rum und hält sich so die Rippen, weil die eindeutig gebrochen sind. Also da sind mindestens drei durch. Und versucht so, macht an seinem Gürtel so ein bisschen rum, hält dann so endlich sein kleines Messer, was er mal von Vater Bran geschenkt bekommen hat, in der Hand. Schaut sich das Ding an. Schaut über den ganzen Platz, wie Vater Bran da wahrscheinlich tödlich verwundet ist, wie Basco gerade gegen so ein scheiß Viech kämpfen muss. Dann wie Sylia ihn gerade so noch versucht zu retten. Wie Hagen dann zwar gerade es hinkriegt, eins der Viecher noch kaputt zu hauen, aber doch auch sehr lidiert ausschaut. Und dann dann hat er so eine Art Flashback, erinnert sich an die letzten 10 Jahre, wie ihn dieses ganze Dorf aufgezogen hat, wie. Ja, er hat öfter mal Scheiße gebaut. Klar, er hat ziemlich viel Streiche gespielt, aber das ist halt doch irgendwie seine Ziehfamilie. Und mit einem kräftigen Schrei versucht er diesen Dummdolch gegen dieses Viech zu werfen und trifft ihn. Wo überlasse ich mal dir? Triffst du so in der Schulter, zuckt dann irgendwie so zur Seite weg, kommt aus dem Tritt. Und der am Boden liegende Basco, der gerade den Heiltrank eingeflößt bekommen hat, fühlst du auf einmal wieder, wie Wärme wieder in die Gliedmaßen zurückschießt durch diesen magischen Trank. Ich mag deinen Optimismus. Denn nicht wahr! Pass auf. Das Ding ist folgendes. Du hast es versucht, Zulett. Du hast es versucht. Was soll ich sagen? Ich bin resilient, was das angeht. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie ich das gerade ins absolute Negative wieder umdrehe. Das Ding ist,
So ein Zaubertrank oder so ein Heiltrank, Entschuldigung, ist ja auch aus Flüssigkeit gemacht. Und mir ist furchtbar kalt. Das heißt, du versuchst mir das einzuflößen, aber ich zitter unglaublich doll. Und das heißt, du kannst es mir nicht so richtig in den Mund mehr schütten, sondern es fängt an, über mein Gesicht zu fließen. Es fließt mir auch so ein bisschen in die Augen und dann siehst du, wie dass mein Gesicht anfängt, so wirklich richtig rasant schnell einzufrieren. Ich immer schwerer werde aufgrund des ganzen Eises und dann vor dir auf den Boden falle und sehr doll anfange zu krampfen und zu zucken. Ja, das Wesen vor Basco und Sylia ist ja aus dem Tritt gekommen und würde deswegen versuchen, nach Sylia zu schlagen, weil die einzige ist gerade, die irgendwie halbwegs aufrecht genau vor ihr steht, vor ihm steht. Und machen wir für eine Verteidigung eine Karte. Ich? Ja. Du hast Glück, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das als Glück bezeichnen würde. Aber. Ja. Es kann gerne nach mir schlagen, aber obwohl ich gerade so geschockt bin davon, dass es dieser Heiltrank, den ich mir mit Fex und Segen wahrscheinlich sehr gut erschlichen habe, diesen armen Basco nicht retten konnte. Ich sehe die Bewegung, die auf mich zukommt und schaffe es trotzdem noch, beiseite zu kommen. Ja. Hagen. Ja, mal schauen, ne? Ui. Sterben. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Wenn einer Basco töten darf, dann ich. Ich gebe ihm den Rest. So. Boah, das, Ja, ich war ja noch gerade dabei, mit dem Sperrbild auf dieses Ding da einzustechen. Schaue nach links und höre wahrscheinlich auch noch diesen Tumult. Und, renne, das Ding immer noch in der Hand, renne ich halt durch den Schnee, aber ich merke halt wirklich so mit jedem Schritt, den ich gehe, dass, halt ich immer noch weiter blute, dass immer mehr Kraft aus mir so rinnt und ich halt wirklich ja dann irgendwo so auf der Hälfte des Weges wirklich so zusammenbreche wahrscheinlich. Und erstmal so ein Keuchen irgendwie in Schnee falle. Mhm. Sylia wieder. Schon wieder. Okay. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was die Karten dann vorstellen. Rette Basco! Ja! Nein! Oh. Verbanne Basco! Katastrophe! Ja, das ändert aber nichts an der Tatsache. Für mich ist es so, sieht das so aus, Basco ist verloren und ich nehme mir seinen Knüppel und fange an, auf diese Kreatur einzuprügeln. Ja. Mit Wut und Zorn und schlägst die ersten Eiskristalle zur Seite ja. Weg. Merkst du, dass das Ding allerdings sehr, sehr groß und breitschultrig ist, aber da kommt schon Vater Bran angesportet. Setzt über den am Boden liegenden Basco hinweg und so geht das, Bini, guck. Wie, du nimmst mir die Möglichkeit, nochmal den Namenlosen zu ziehen. Ja, Bran rennt auf das Ding zu, bleibt dann kurz davor stehen, schlägt Streitkolben und Schwert gegeneinander, während Blut aus seiner Seite weiter runterläuft und sich das warme Blut sich mit dem Gleißen der sonnenlicht durchtränkten Waffen vermischt, die er immer wieder gegeneinander schlägt,
Bei Branibor, jetzt werde ich dich dorthin schicken, wo du hergekommen bist, auf dass du nie wieder zurückkehrst, und berichte deinem Herrn, dass ich es war, der dich zurückschickte. Und mit aller Kraft und aller Taktik, die er gelernt hat als Bandstrahler, wird er beide Waffen gleichzeitig heben und sowohl von links wie von rechts gegen den Schädel schlagen. Genau, die Bewegung, die Sylja vorbereitet hat, mit ihren Schlägen ausnutzend, die ungeschützte Flanke attackierend und quasi mit dem Schlag das Wesen in zwei Teile spaltend. Es zerspringt in viele kleine Eissplitter und dann ist Ruhe. Ein wimmernder Betterich, nicht mehr wimmern könnender Basco, Hagen, der keuchend auf dem Boden kniet, Sylja, die sich so den Knüppel komisch anguckt, der Zauberstab, der jetzt zu Boden fällt, Vater Bran, der irgendwie gerade noch diesen Kampfschrei losgelassen hat und der langsam zwischen den Bäumen verhallt. Überall liegt auf dem Boden noch das Feuer von euren Fackeln, die ihr habt fallen lassen. Und der flammende Speer natürlich, den Hagen immer noch trägt. Wie sehr wird es wahrscheinlich schmerzen? Werde ich wahrscheinlich einfach liegen bleiben oder kann ich mich aufraffen? Sag du es mir. Gut, ich würde mal sagen, unter dem Adrenalinstoß. Dem Hasen geht's auch gut, ja. Unter dem Adrenalinstoß werde ich mich gerade noch so aufraffen, wird einer dieser Fackeln in die Hand nehmen. So schnell wie ich kann, das wird eher trottend, rüber zu den Leuten gehen und keuchend zu Vater Bran sagen, das müssen wir ausbrennen. Aber sofort. Ich habe da eine Idee. Ich muss mal gerade kurz was überlegen. Ich würde jetzt noch mal eine Karte ziehen und das, je nachdem, was das ist, wird es jetzt eine sehr tragweitenreiche Sache sein oder? Namenlose? Oh. Okay. Ich versuche was. Sie ist wie Brandy zunickt. Sich dann aber zu Basco kniet seine Hände anguckt und dann die Hände auf die Handschuhe auszieht und auf die Brust legt Herr Praios. Noch nie habe ich dich um so etwas gebeten, aber noch nie war mir etwas so wichtig. Ich habe viele Fehler begangen in meinem Leben. Aber der heutige Abend hat mir gezeigt, dass du mir vergeben hast, mir meine Schwäche vergeben hast. Und so möchte ich dich ein letztes Mal um etwas bitten. Hilf mir ein letztes Mal mit der Kraft, die ich noch in mir habe, die ich dank deiner Gnade bekommen habe, diesen Mann am Leben zu halten, das Eis zu vertreiben, was sein Herz umfasst und ihm das Atmen nimmt. Er mag ein Tunichtgut sein, aber er hat seinen Mut und seine Stärke bewiesen, auf seine Art. So wie es alle Sterblichen tun. Wir sind nur Staub im Angesicht der Götter. Aber heute haben wir etwas getan, mit dem 20 Bandstrahler Schwierigkeiten gehabt hätten. Erfülle mir diesen letzten Wunsch. Und was auch immer es kostet, diesen Preis bezahle ich.
Ich gebe mein Leben in deine Hände, Herr Praios. Und wenn es dir gefällt, so rufe mich zu dir und lass ihn leben. Ja, beschreib selber, was passiert. Der Nebel verschwindet völlig und die Sonne kommt zum Vorschein. Bran beginnt am ganzen Körper zu leuchten, wird von einem Sonnenstrahl erfasst, ebenso wie Basco. Und von den Händen beginnend an zieht sich das Eis zurück, schmilzt unter dem Sonnenstrahl, während im selben Moment Altersflecken immer sich weiter ausbreiten. Und Brans Gestalt immer mehr von Licht durchdrungen wird, immer heller strahlt. Und für einen Moment könnt ihr dann im Himmel, im gleißenden Licht der Sonne, kurz etwas ausmachen, was aussieht wie ein, wie eine pferdeartige Kreatur mit gewaltigen Schwingen. Und im selben Moment, wo Basco wieder zu atmen beginnt, als Praios Licht das letzte Eis verbrennt, fällt Bran mit einem glücklichen Gesichtsausdruck zur Seite. Okay. Ich lasse die Fackel fallen, stürze mich auf Vater Bran und fange an, herumzuschreien, ihn zu schütteln und zu gucken, ob da irgend sich noch was bewegt. Ob da irgendwie noch ein Lebenszeichen von kommt, ob da. Oder ob Vater Bran nicht mehr da ist. Tränen in den Augen. Also diesmal, jetzt ist vorbei. Im Anblick der Uhr, die ich gerade im Auge habe, blendet diese Szene an dieser Stelle aus und wir sehen noch eine letzte Endszene, dass die kleinen vier Hütten von Betterich, Basco, Sylia und Hagen. Der geschmolzene Schnee, ein großer Tisch in der Mitte auf dem kleinen Weg zwischen den Häusern, reichlich geschmückt mit Frühlingsblumen, denn es ist inzwischen Frühling. Ein paar Hocker und Stühle um den Tisch gestellt. Ein Grill, den man irgendwie aufgestellt hat, um eine kleine Feuerstelle. In der Nähe von Baskos Haus natürlich. Wo sonst? Das ist ja am ungefährlichsten dort. Große Krüge mit klarer Flüssigkeit darin, die merkwürdig einen merkwürdigen Kräuterduft verströmen, eine herrlich geschmückte Torte, balanciert von Cilia, die ihn gerade auf den Tisch stellt. Alle setzen sich, scherzen und lachen. Ein Stuhl ist leer und dort hat man dieses Schwert und das Sonnenzepter an die Lehne gelehnt. Und vielleicht nimmt in dieser Szene, Entschuldigung, wenn ich es beschreibe, aber Basco den Krug hoch und sagt: Der neue Branschluck auf Vater Bran. Vater Bran. Vater Bran. Ja, und dann verlassen wir die nur noch vier Helden und
Ich danke euch, dass ihr mitgespielt habt. Ja, und Fünfeld, Entschuldigung, der Hase natürlich. Ja. Irgendwie hat das immer eine Tendenz, in Tragik zu enden, wenn ich diese Arcana spiele. Beim letzten Mal hat sich auch ein Magier geopfert. War gut. Herzzerreißend, aber schön. Ja. Basco gerettet, Vater Bran verloren. Wer weiß, ob das eine gute Entscheidung war. So oft, wie Basco den Namen losen gezogen hat. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß beim Zuschauen. Geh mal wieder zurück auf die Komplettansicht. Mir macht das Spielen mit den Karten immer sehr viel Freude, weil ich dadurch sehe irgendwie, dass man wird schon gezwungen, dadurch ein bisschen kreativ umzugehen und mal irgendwie, was man wird meistens überrascht von der Karte. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so viel Pech hatte beim Kartenziehen wie Bini. Und ich fand es sehr, sehr ulkig, also sehr, sehr, nicht ulkig, aber ich fand es sehr, sehr schön, wie ihr als eigentlich sehr, sehr lustige Truppe, die ihr ja zusammengewürfelt wart, mit dieser relativ ernsten Situation umgegangen seid. Und es trotzdem geschafft habt, es nicht komplett in das Horror abdriften zu lassen, sondern irgendwie da immer noch so eine leicht lustige Note bei war. Und natürlich das tragische Ende, irgendwie ist es für die Geschichte, macht es irgendwie ein bisschen rund, finde ich. Manche Geschichten brauchen ein bisschen Tragik. Ja, ja, wie hat's euch gefallen? Also, ich finde das unglaublich spannend, wenn diese Karten auftauchen, was man dann damit alles machen kann. Und dann am Anfang war es bei mir so, was mache ich? Ich habe keine Idee. Und dann, ja, aber das wurde dann danach immer einfacher, weil man dann ja dann auch so ein bisschen den Input von den anderen hatte. Das fand ich schon sehr toll. Irgendwann ist man im Flow drin, genau. Ja. Ja. Am Anfang ist es sehr gewöhnungsbedürftig, ja. Mhm. Ja. Rerion hat ja schon ein paar Mal mit dem System gespielt. Also man wird immer wärmer damit. Ich denke mal, so der Punkt, der immer so ein bisschen am gewöhnungsbedürftigsten ist, ist die theoretische umfassende Freiheit, die man da hat. Weil man sehr aufpassen muss, nicht zu viel in irgendwas hineinzusetzen, aber auch nicht zu wenig letztendlich. Das ist auf jeden Fall was für Leute, die sich sehr, wirklich sehr tief auch mit was auseinandersetzen. Also sich sehr in die Situation hineinversetzen. Und ich glaube, jemand, der nur so ganz grob halt da sitzt, kommt damit vermutlich nicht klar. Ja. Und vor allen Dingen braucht man ein bisschen Mut zur Tragik. Ja, aber die hattest sowohl du als auch Bini, also irgendeinen von euch beiden hättest du erwischt. Als Effe hätte gekommen ist mit der Errettung und so. Mit der Rettung, ja, genau. Mhm. Opfer, da habe ich mir halt auch gedacht, also so, er ist ja auch noch jung. Und bin nicht jung. Er war alt, ja. Ich bin wirklich nicht jung. Ich habe eine Halbglatze und bin wirklich alt. Jünger als Bran? Jünger als Bran, okay. Aber ich meine, die Welt ist jünger als Bran. Vor allen Dingen hat er halt gesehen, während des ganzen Konflikts, wie tapfer, mutig und streckenweise sogar regelrecht selbstlos sein Mündel ist. Und das hat ihm halt gezeigt, dass er bereit ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Ja. Es gab irgendwie in den kurzen paar Stunden, die wir gespielt haben, schon so ein paar Twists da drin, die ich unglaublich schön fand. Irgendwie auch, wo Hagen den Basco rettet, den er eigentlich sonst nicht so leiden kann, irgendwie wie Betterich irgendwie seinem Vater zur Seite springt, irgendwie wie Sylia mit dem Magierstock um sich wirft. Das war schon sehr, sehr ulkig, ja. Und ja. Ja, cool. Ich fand das auch. Also, ja. Ich fand das sehr schön. Das war ja meine allererste Runde in irgendeinem System. Das war ja wirklich mein erster Abend. Ja, Respekt. Hast du gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr als Schelm in den Wahnsinn getrieben. Nein, überhaupt nicht. Und ja, war schön. Ich bedanke mich. Schelm mit spät war ja Praios. Könnte passieren, ja. Wenn ihr mal eine Hintergrundgeschichte braucht.
Das ist eine Hintergrundgeschichte. Oh ja. Das ist eine Hintergrundgeschichte. Ja, Bini, wie war es für den alteingesessenen DSA-Hasen? Also ich finde, das war ja heute nicht zu spüren, oder? Also das hat sich ja nicht nach alteingesessenen DSA angefühlt. Also ich glaube, ich finde es fast schade, nicht nochmal in dieses Dorf zu laufen und dieses Dorf nochmal zu besuchen in irgendeiner Runde, weil ich fand es richtig, also es war super viel Chemistry da. Ich glaube, es war eine meiner der schönsten Runden, die ich seit echt langer Zeit hatte. Oh, das ist ein großes Kompliment. Ja. Weil alles einfach funktioniert hat. Also es war nicht irgendwie so, oh, irgendwie ist das komisch. Und wir müssen einfach, es war von Anfang an, ging es los. Also das wäre großartig. Genau, ich glaube, ich würde da super gerne nochmal in das Dorf nochmal besuchen bei einer weiterführenden Runde. Das fände ich richtig toll. Ich glaube, am Ende, ja voll, ne? Also es war ein bisschen viel mit den Karten. Aber ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt mein neuer Lieblingsmoment, dieses, du führst langsam, wie es dir besser wird und ich mag deinen Optimismus, weil und dann, also das ist mein neuer Liebling. Ich falle ja auch selten vom Stuhl, ja, also diese Situation. Ja. Und du hast es ja noch beschrieben, irgendwie sagst du es ja auch vorher noch so, beschreist nicht. Ja, Kakko als letzter. Ja, also von den, glaube ich, ungefähr 4 Runden, die DSA nicht gespielt habe, aber auf jeden Fall unter den Top 3, beziehungsweise an der Spitze. Nein, also ich habe ja schon oft gesagt, dass ich mit diesem Würfeln nicht so klarkomme. Das mit den Karten finde ich auch echt schick. Habe ja auch schon mal irgendwie so mal überlegt, was mit so Tarotkarten zu machen, das ist ja recht ähnlich. Ich finde das halt schön, dass man halt diese ganzen Bandbreite von Begriffen noch hat, wenn man jetzt mit dem Oberkategorien da nichts anfangen weiß. Und ich fand das richtig, richtig gut später. Also der Kampf war auch sehr schön. Der war halt sehr frei und ne, man konnte sich ein bisschen was überlegen. Ich konnte mir auch sehr gut vorstellen, was gerade alles parallel passiert. Und ja, fand ich sehr, sehr schön. Ja, wenn ihr das zu Hause nachmachen möchtet, es gibt die ganzen Götterkarten hier als Bilder im Skriptorium Aventuris zum Download. Da, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ist halt dieses Fan-Sammelsurium, wo DSA-Fans ihre Sachen zusammen haben. Und ich kann euch auch mal unten drunter dann in dem Video verlinken, die Sammelsache, wie ich die Karten beschrieben habe, damit ihr das zu Hause irgendwie nachbasteln könnt. Das, was ihr jetzt da gesehen habt, sind einfach selbst erstellte Bilder, die einfach als Token-Sammlung in Roll20 implementiert sind. Das heißt, die Spielerinnen und Spieler haben jedes Mal nur einen zufälligen Token gezogen quasi. Und das kann man sehr, sehr gut machen mit den unterschiedlichen Bildern. Also es ist kein Hexenwerk, das zu Hause zu machen. Ihr könnt das auch mit einem Blanko-Kartendeck irgendwie versuchen nachzubauen oder so, weil eigentlich ist das Wichtige, es sind ja nicht die cool aussehenden Karten, sondern eigentlich ist das Wichtige nur die Interpretation von dem, was da draufsteht. Ja, oder ihr könnt es auch in einem Würfel machen, wenn ihr unbedingt würfeln wollt, könnt ihr auch würfeln und, keine Ahnung, 1 ist der Namenlose und 20 ist, nee, umgekehrt, 1 ist irgendwas Tolles und 20 ist wahrscheinlich dann, nee, 13 müsste der Namenlose dann sein. Also, ich fand's toll. Vielen, vielen Dank. War ein schönes Adventskalender-Türchen. Bis morgen. Da sehen wir uns im Nordpol Adventskalender auch wieder. Ich weiß gerade nicht. Ich gucke jetzt mal schnell nach, was denn da Sache ist morgen. Sondern schneller als ich. Morgen gibt es. Morgen, du bist du doch um 13 Uhr, glaube ich, wieder. Ah ja, morgen gibt es ein Interview, wo wir bei DSA sind. Morgen gibt es ein Interview zu DSA. Da hat der gute Mischka ein Interview gemacht mit Julie Kals zum Thema Faszination DSA. Also, warum ist es so beliebt? Zumindest könnt ihr es herausfinden, warum es bei Mischka und bei Julie Kals so beliebt ist. Die unterhalten sich da über das Thema. Um 13 Uhr geht es als YouTube-Premiere auf dem Kanal vom Nordpol. Auch das verlinke ich nochmal unten drunter online. Ich wünsche euch eine schöne Nacht.
vielen Dank für alles. Ich raide jetzt gleich noch irgendwen, also wenn ihr Lust habt, nochmal weiter wach zu bleiben und irgendwo anders auf Twitch noch was zu gucken. Ansonsten macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja.